Ja, ich bin Anne Ulrich, Referentin für politische Bildung in der Heinrich-Böll-Stiftung mit einem Schwerpunkt Demokratie. Wir haben in den letzten Jahren das heutige Thema vielfach diskutiert, unter vielen Aspekten und in vielen Zusammensetzungen. Etliche von Ihnen waren da auch immer wieder mit dabei. Das hat uns schon öfter beschäftigt, dass wir gefordert haben, mehr Öffentlichkeit für die Arbeit der Öffentlich-Rechtlichen herzustellen und auch im Grunde mit dieser Öffentlichkeit und mit dieser Debatte, mit diesem öffentlichen Gespräch stärker auch Legitimation zu schaffen für diese unsere gemeinwohlpflichtige mediale Infrastruktur, die uns wertvoll ist. Wir sind davon ausgegangen, dass Transparenz ein hohes Gut ist und dass diese öffentliche Deliberation, das öffentliche Gespräch auch über seine Reformoptionen eine große Rolle spielen für die Öffentlich-Rechtlichen in unserer Gesellschaft. Jetzt haben wir viel Öffentlichkeit für die Öffentlich-Rechtlichen in unserer Gesellschaft, leider nicht aus den Gründen, die wir uns gewünscht hätten, und auch nicht in der Stimmung und in dem Zungenschlag und so fort, für die wir geworben haben mit unseren Bildungsveranstaltungen. Jetzt ist es leider so, dass die Öffentlich-Rechtlichen massenweise Stoff für die Kritik an ihnen selber produzieren. Da gibt es viel Stoff für Beratung. Wir wählen uns heute in dieser kurzen Zeit, die wir hier angesetzt haben, drei Aspekte aus. Und zwar deshalb, weil die uns in den letzten Jahren hier in der Heinrich-Böll-Stiftung in unserer Arbeit begleitet und beschäftigt haben. Sie sehen, wie wir das Programm aufgebaut haben. Wir reden über die Zukunft von Medienpolitik oder über die Aufgaben von Medienpolitik. Wir reden über die Frage, was eigentlich diese gesellschaftlichen Kontrollgremien, die Räte sind, brauchen, um gute Arbeit machen zu können. Und wir reden darüber, wie eigentlich die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Medien durch öffentliche Konsultation begleitet werden muss. Alle Themen brandaktuell, wie gesagt, nicht ganz aus den Gründen, die wir uns gewünscht hätten, aber danke an Sie alle und euch alle, die ihr jetzt diesen Austausch hier ermöglicht. Ganz kurz zum Ablauf. Wir starten mit einem Podiumsgespräch mit und über Medienpolitik. Das wird Vera Linz moderieren. Sie wird auch die Gäste gleich vorstellen. Dann haben wir zwei Foren mit kurzen Inputs und Beiträgen, Ihren Beiträgen aus dem Publikum. Und wir schließen ab mit einer knackigen Statementrunde aus Anstalt und Politik. In der letzten Viertelstunde und wollen ambitioniert 18 Uhr hier auch enden. Die Gäste der Podiumsrunde wird Vera Linz selber gleich vorstellen, die das auch moderiert. Vera Linz darf ich vorstellen. Sie ist Medienjournalistin. Hat ein eigenes Format mit anderen zusammen, Deutschlandradio, Deutschlandfunk, Breitband und ist eine erfahrene Moderatorin. Viele von Ihnen werden sie kennen. Und los kann's gehen, Vera Linz, bitte. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir starten, wie gesagt, mit der Medienpolitik und der Frage, wie raus aus dem Reformstau. Und es ist ja so, wie man es auch dreht und wendet, an der Medienpolitik kommt man nicht vorbei. Sie entscheidet, wie die Strukturen gestaltet werden und gleichzeitig ist sie aber auch, wenn ich das sagen darf, mitverantwortlich für den Reformstau, denn Medienpolitik ist Ländersache und hier stehen Standortinteressen meist gegeneinander, wie aber auch natürlich unterschiedliche politische Perspektiven. Was also muss getan werden und wie lassen sich diese Interessensgegensätze ausgleichen? Ich begrüße sehr herzlich zu dieser Runde Oliver Schenk. Er ist Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien und Chef der sächsischen Staatskanzlei. Herzlich willkommen. Dann ein herzliches Willkommen, Tabea Rösner, Journalistin und Medienexpertin und seit 2009 Abgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Hallo. Und Hallo. Herzlich willkommen auch Steffen Grimberg, Medienjournalist und seit Oktober 2020 Vorsitzender des DJV Berlin-Brandenburg. Hallo, Steffen. Guten Tag in die Runde.
Herr Schenk, bevor wir ins Detail gehen, mal generell gefragt. Es gibt einige, die sagen, Tom Buro hat mit seiner Rede am 2. November vor dem Überseeclub in Hamburg den Finger in die Wunde gelegt, also betont, dass die Länder auch gegeneinander agieren. Gleichzeitig ist jetzt Druck im Kessel, nicht zuletzt ausgelöst durch die Vorgänge im RBB. Ist der Wille in der Politik jetzt da, weitreichender zu denken als bisher? Ich glaube schon, aber bevor ich das so sage, will ich mich erstmal ganz herzlich zumindest kurz bedanken für diese Einladung. Frau Ulrich, ich finde, Sie haben das wunderschön sagen auch beschrieben, die Herausforderung, vor der wir dort stehen, Frau Linz auch. Und bin dankbar dafür, dass Sie dieses Format machen. Denn ich finde, die politischen Stiftungen haben da eine ganz wichtige Aufgabe, auch diesen Diskurs über Medienpolitik, der aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist. Ja, ich habe auch den Eindruck zum Glück, dass in den letzten Jahren ein bisschen stärker auch in die Öffentlichkeit getragen worden ist, dass es mehr Formate dazu gibt, auch in den Öffentlich-Rechtlichen. Eines ist gerade genannt worden, Frau Linz dort, weil wir, glaube ich, tatsächlich das Problem haben, dass wir in der Medienpolitik von zwei, drei Seiten unglaublich herausgefordert sind. Ja, auf der einen Seite immer mehr neue Akteure, die mit dabei sind. Akteure, die uns gleichzeitig aber sagen, durch viele Plattformen dort auch mit vielen Fake News, Filterblasen konfrontieren. Und wir deshalb, glaube ich, gut beraten sind, wenn wir dann auch über die Rolle diskutieren, wie unsere, und ich glaube, sie ist nach wie vor hervorragend, duale Medienordnung in Deutschland, wie wir sie weiterentwickeln dort. Ja. Und da spielt natürlich, sagen wir, das große Standbein des Öffentlich-Rechtlichen eine ganz zentrale Rolle. Und damit will ich dann auf Ihre Frage kommen. Ich glaube schon, dass wir, sagen, gezeigt haben in der Politik, dass wir Herausforderungen vernünftig angehen können. Ja, wenn ich jetzt mal denke an die Regulierungsfragen, die wir rund um das Thema Plattform auf den Weg gebracht haben. Das ist etwas, was uns, glaube ich, sehr gut gelungen ist. Wird mir zumindest immer wieder gespiegelt auch aus anderen Ländern und dass man sich da interessiert, an uns wendet dort. Auch die Fragen, wie wir das Thema Jugendmedienschutz adressieren, wie wir auch andere aktuelle Fragen lösen dort. Aber ich glaube schon, dass wir mit Blick auf die nächsten Jahre auch wirklich noch mal gucken müssen, wie wir jetzt die Herausforderung angehen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich nehme jetzt mal dieses Jahr auch auf 2030. Und wenn wir dort, es uns da nicht gelingt, Vertrauen zu schaffen, ihn auch so aufzustellen, dass er für alle Bevölkerungsgruppen attraktiv ist, dann droht uns da, glaube ich, etwas wegzubrechen. Und das ist dann nicht nur der Öffentlich-Rechtliche so in seiner Akzeptanz, sondern ich glaube, er hat nach wie vor eine ganz zentrale Funktion für unsere Demokratie. Gerade sagen, das, was sagen globale Anbieter wie Netflix, wie Amazon ja nicht bieten. Der Öffentlich-Rechtliche, sagen insbesondere in Form der ARD, der halt wirklich das Regionale uns nach Hause bringt, ja. Mhm. Und dazu alle befähigt, auch diese Diskussionen zu führen in der Politik. Und damit ein ganz wichtiger Standbein, glaube ich, unserer Demokratie ist, dass wir alle mitreden können dort. Deshalb müssen wir, glaube ich, in dieser Frage tatsächlich auch sagen, uns mit vielen Fragen auseinandersetzen. Ich will sie jetzt nicht alle einzeln aufzählen, ich rede schon zu lange, ich merke das schon, ja. Aber darüber müssen wir reden und das finde ich sehr gut, dass wir das heute hier auch in diesem Format tun. Genau, wir wollen auch über die Zukunft reden, aber ich würde noch mal in diesem Jahr bleiben, wo wir jetzt gerade sind. Es gibt ja verschiedene Baustellen mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die in der Diskussion sind. Es passiert einiges unterhalb der Schwelle der Medienpolitik und auch die Medienpolitik selbst hat ja mit dem jüngsten Medienänderungsstaatsvertrag einige Veränderungen eingeleitet. Ich bringe mal ein paar Beispiele, ein paar Stichworte für das, was im Moment diskutiert wird. Einmal Compliance, dann Transparenz, dann Mitbestimmung der MitarbeiterInnen, Bürgerdialog und eben auch Stärkung der Rundfunkräte. Da ist einiges in Bewegung. Herr Schenk, bevor ich jetzt dann gleich auch zu den anderen übergehe, ist das der Anfang vom Ende des Reformstaus, was wir hier an Bewegung sehen? Also die Themen, die Sie genannt haben, sind ja alle sagen, ich will nicht sagen geklärt, aber sagen, wir haben jetzt doch, finde ich, gute Reformen hinbekommen zur Stärkung der Rundfunkräte dort. Ja, wir haben jetzt sehr intensiv über das Thema Compliance und Transparenz gesprochen, Länderkreis. Da wird es einen vierten oder fünften Medienänderungsstaatsvertrag geben, wo wir das dann zusammenbinden dort. Ich finde auch, sagen, die Vertretung, beispielsweise, wir haben Freien angesprochen, da sind die Länder, ich kann das jetzt für unser Sendegebiet sagen, weil wir einen relativ jungen Staatsvertrag da auf den Weg gebracht haben. Da haben wir das auch mit abgebildet. Die Dinge sind, glaube ich, klar. Ja, da ist man auch weitergekommen dort. Aber ich glaube, es braucht mehr.
Ja, es braucht dann, glaube ich, schon auch nochmal eine Vergewisserung, wofür brauchen wir den Öffentlich-Rechtlichen im 21. Jahrhundert in dieser Medienwelt dort. Da finde ich, müssen wir auch tatsächlich überlegen, wie wir das anschieben dort. Ja, vielleicht gleich mal dieses sagen, Thema, was gerade so diskutiert wird. Brauchen wir da eine Kommission oder nicht? Ja, wir Länder haben ja ein Problem. Sagen, auf der einen Seite lösen wir, ich glaube, wir können das auch sehr selbstbewusst sagen, die Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Aber natürlich sind wir 16 Länder und da ist man schnell beim kleinsten gemeinsamen Nenner, weil wir auch alle sagen, gesunde Eigeninteressen haben dort, ja. Und ich finde, sagen, nochmal die Frage auch aufzuwerfen, ob man in einem größeren Setting auch mal diese Frage diskutiert, was ist uns der Öffentlich-Rechtliche eigentlich in der heutigen Zeit auch wert? Und das mal von Personen, die ein bisschen außerhalb auch stehen, sagen, ja, die da mit der Reputation dort nochmal und sagen, ja, wir brauchen jetzt sowas in der heutigen Zeit für das Funktionieren unseres Gemeinwesens, für das Funktionieren der Demokratie dort, die uns dann vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Akzent mit auf den Weg geben, den wir selbst nicht immer ausreichend sehen, weil wir da sagen, gesunde Eigeninteressen haben. Ich glaube, das ist etwas, was notwendig ist. Dann springe ich gleich mal dahinter, Bea Rösner. Du hattest ja mit deinem Mann zusammen einen Vorschlag unterbreitet, wie man so einen Diskurs aufsetzen kann. Vielleicht kannst du es kurz erklären, was der Ansatz ist und wohin uns das führen könnte. Ja, zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, einmal für die Einladung, für die Veranstaltung, aber auch, dass Oliver Schenk dabei ist, als jemand, der in der Staatskanzlei ja auch Medienpolitik macht und eine gewisse Offenheit für die Frage, wie kommen wir eigentlich dahin, zeigt, weil wir haben, und ich begleite ja nun die Medienpolitik schon seit vielen, vielen Jahren, viel länger als Oliver Schenk in der Verantwortung da ist, muss ich gestehen. Und es war ja immer so, dass es schon ganz früh Ansätze gab, dass wir den Öffentlich-Rechtlichen reformieren müssen. Wir haben festgestellt, dass es so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Es gibt immer wieder Anlässe, da wird dann drüber diskutiert, aber richtige Reformvorschläge, dass man mal auch die eingetretenen Pfade, wie die Medienpolitik funktioniert, wie der Öffentlich-Rechtliche funktioniert, wie die Medienstaatsverträge funktionieren, werden dann halt nicht verlassen. Und wir diskutieren aber schon sehr lange, was brauchen wir denn für den Öffentlich-Rechtlichen im Hinblick auf die Veränderungen des Kommunikationsverhaltens, im Hinblick darauf, wie die großen Plattformen mit algorithmischen Entscheidungssystemen letztlich darüber entscheiden, was wir zu sehen bekommen und was nicht. Wie können wir eigentlich den öffentlichen Diskurs, den demokratischen Diskurs der Meinungsbildung im Netz weiter gewährleisten und welche Rolle haben da öffentlich-rechtliche Angebote? Das sind Diskussionen, die ich, seit ich im Bundestag bin, auch immer wieder geführt habe und wo wir schon verschiedene Vorschläge gemacht haben, wie zum Beispiel ein 10-Punkte-Papier zur Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen, ne, mit der Frage, wie kriegen wir auch eine große Beteiligung, eine große Diskussion, gesellschaftliche Debatte genau über dieses Selbstverständnis, ne, wofür brauchen wir den, was ist er uns wert? Weil die Vergangenheit gezeigt hat, immer wenn die KEF ihren Bericht gemacht hat und gesagt hat, der Beitrag müsste jetzt vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen erhöht werden und vielleicht reißt er irgendwann die 20-Euro-Marke, da ist dann gleich der große Aufschrei gewesen und dann hat man ganz schnell irgendwelche AGen in die, hat die Rundfunkkommission AGen eingesetzt, die dann über Beitragsstabilität beispielsweise diskutiert haben. Und die Frage, liebe Öffentlich-Rechtliche, was könnte denn einsparen, damit wir unter dieser magischen Grenze von 20 Euro bleiben? Das heißt also, man hat dann eher das Pferd von hinten aufgezäumt, ja, und gesagt, der Beitrag darf Betrag X nicht übersteigen. Und wie muss sich der Öffentlich-Rechtliche dahin entwickeln, anstatt zu sagen, was brauchen wir denn gerade für unsere Demokratie und warum ist der Öffentlich-Rechtliche so wichtig? Und damals, als man den Rundfunkbeitrag geswitcht hat, also vom Gerätebeitrag oder Gerätegebühr auf den Haushaltsbeitrag, ist halt auch versäumt worden, eine große, breite gesellschaftliche Debatte zu führen. Und plötzlich haben die Leute gemerkt, oh, ich muss ja meinen Rundfunkbeitrag noch bezahlen. Ne? Wofür denn eigentlich? Das heißt also, man hat diese Diskussion versäumt. Jetzt haben wir, weil ich ja noch kurz vorstellen wollte, mache ich ganz kurz, weil eben jetzt der Druck eben groß ist und es ja auch viele Vorschläge gibt. Wir haben überlegt, also das Dilemma beschreibt Buro ja in seiner Rede auch. Ne? Wir haben Standortinteressen, wir haben öffentlich-rechtliche Sender, die Besitzstandswahrung machen und so weiter. Das ist wie so ein gordischer Knoten. Wie kriegt man den eigentlich
zerschlagen. Und deshalb fordern wir schon lange eine Expertinnenkommission aus den unterschiedlichen Bereichen, Kommunikationswissenschaftler, Soziologen, Medienrechtlerinnen, Journalisten und so weiter, die Vorschläge erarbeiten sollen, mit denen sich die Medienpolitik in den Ländern auseinandersetzen. Aber ich glaube, das reicht nicht mehr. Ich glaube, wichtig ist, dass wir das in der Kombination machen mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, die mit einzubeziehen, um da auch diesen gesellschaftlichen Diskurs zu führen und das begleitend zu machen. Und deshalb haben wir vorgeschlagen, eine Kombination aus Publikumsrat, der so ein bisschen wie die Bürgerräte eingesetzt wird. Damit haben wir in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht, weil das nicht irgendwie ganz willkürlich ist und die dann alleine einfach losgelassen werden, sondern die sich mit den Expertinnen und Experten dieser Kommission zusammen auseinandersetzen und mit den Vorschlägen, die diese Expertinnenkommission macht. Mhm. Wichtig dabei ist aber tatsächlich, dass dieser Prozess von der Medienpolitik der Länder auch gewollt ist und auf den Weg gebracht wird. Und man sich dann auch sagt, okay, wir müssen dann uns mit diesen Vorschlägen auch auseinandersetzen. Wir müssen vielleicht dann auch gut begründen, warum wir die Vorschläge so nicht umsetzen. Und ich bin der Auffassung, die Länder müssten sich auch darauf einigen, dass sie das Einstimmigkeitsprinzip aufgeben, weil so hat man ja immer, ein Land kann dann alles blockieren. Und ich weiß nicht, ob das wirklich dazu führt, dass wir eine echte grundlegende Reform für die Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen auf den Weg bringen. Dazu kann sich Herr Schenk gleich äußern. Jetzt will ich erst kurz nochmal Steffen Grimberg mit reinnehmen. Ich habe dich schon mehrfach nicken sehen, Steffen, als jetzt hier Tabea dargelegt hat, dass man eben eine Expertenkommission zum Beispiel schaffen könnte mit einem Bürgerrat an der Seite. Es gibt noch andere Ideen. Ist das der richtige Weg aus deiner Sicht? Es ist zumindest ein gangbarer Weg und ich wäre sehr dafür, es mal auszuprobieren, denn wir reden ja schon sehr lange darüber. Es gab irgendwann mal die berühmte Weizsäcker-Kommission für das Fernsehen. Und jeder, dem der Name Weizsäcker noch was sagt, wird merken, das ist also schon eine ganze Weile her. Ich denke, das hat Herr Schenk auch sehr richtig gesagt, wir brauchen vielleicht mal Menschen, die eben nicht so mittendrin stecken in der Medienpolitik, im Sendermanagement, die einfach mal aus ihrer Sicht schauen, was haben wir da. Und ich gehe auch bei Tom Buro mit. Es ist genauso in dieser Debatte zulässig zu fragen, was brauchen wir, was wollen wir noch haben und was brauchen wir vielleicht nicht mehr. Nicht im Sinne davon, dass wir dann ganz viel plötzlich verschlanken können, sondern dass wir vernünftig umschichten, wie es die Medienpolitik ja in einer ihrer weisesten Entscheidungen der letzten Jahre mit Funk gemacht hat, als gesagt wurde, wir streichen zwei Digitalkanäle der Öffentlich-Rechtlichen, nehmen das Geld aber jetzt nicht sozusagen weg und packen es sonst wohin, sondern wir ermöglichen dadurch das junge Angebot Funk. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass so eine Idee wirklich Erfolg haben kann. Worauf ich vielleicht ganz kurz nochmal hinweisen möchte, ist, es ist ein ganz wichtiger Prozess in Gang gesetzt worden und ich glaube, der ist zum Glück auch unumkehrbar. Alleine innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems hat man mal endlich angefangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und Sachen miteinander vergleichbar zu machen. Und es fallen ja ständig und jetzt immer noch sehr vielen, auch sogar öffentlich-rechtlichen Hierarchen, auch wenn sie das vielleicht nicht so öffentlich äußern, hier und da die Augen aus dem Kopf, weil wenn sie merken, wie unterschiedlich dann doch die ganzen Geschichten bei den unterschiedlichen Anstalten gestrickt sind, dass wir hier jetzt endlich mal diese Vergleichbarkeit hinbekommen, deswegen die Möglichkeiten dessen haben, was auf Neudeutsch Benchmarking heißt, aber eigentlich ja nur bedeutet, dass man sich vielleicht an den besseren Beispielen orientiert und nicht alle die gleichen Fehler nochmal machen müssen. Das finde ich schon sehr ermutigend. Auf der anderen Seite kommen aber eben auch, ich sag mal, echte Fiasken ans Licht, wenn ich zum Beispiel höre aus der GVK, dass der berühmte Herr Wolf, Weiland, Verwaltungsratsvorsitzender beim RBB, so gut wie nie an einer GVK-Sitzung, das ist die Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD, teilgenommen hat und auch keine Vertreter geschickt hat. Und die GVK sich dann offensichtlich über Jahre hat gefallen lassen, dass ein Sender bei ihr schlicht und ergreifend nicht auf dem Teppich stand und offensichtlich dann nie was Größeres gemacht hat. Dann glaube ich, zeigt das auch, wir brauchen ein neues Rollenverständnis auf ganz vielen Ebenen. Die Medienpolitik ist, glaube ich, damit schon am weitesten, weil sie gesagt hat, wir müssen nicht mehr jedes Klein-Klein reden. Der neue Medienstaatsregeln, der neue Medienstaatsvertrag gibt den Anstalten sehr, sehr viel unter dem Stichwort Flexibilisierung an die Hand. Und ich glaube, jetzt wird es Zeit sein, dass die Anstalten sich dort auch neu aufstellen, dass die Gremien ein stärkeres Verständnis von sich selbst als Kontrollorgan für sich
entwickeln und nicht so sehr die Co-Geschäftsleitung oder sonstige gute Freunde der Intendanz sind. Also ich würde mich freuen, wenn diese berühmten Sinfoniekonzerteinladungen demnächst weniger werden und es dafür, nichts gegen Sinfoniekonzerte, aber Sie wissen, was ich meine, also diese sehr harmonische Beziehung, die zwischen Gremien und den Geschäftsleitungen der meisten Sender ja immer inszeniert wird, wenn das vielleicht ein bisschen abnimmt und man sich durchaus auch mal streitet wie die Kesselflicker, das gehört in der Demokratie dazu und ist gar nicht schädlich. Deswegen für Herrn Schenk vielleicht ungewohnt, aber auch von mir durchaus ein Wort. Ich habe auch gar nichts gegen die unterschiedlichen Landesinteressen in der Medienpolitik, die bestehen nun mal, die unter den Tisch zu kehren, wäre töricht, da käme man auch nicht weiter. Und der Föderalismus führt ja schon dazu, dass wir durchaus vielleicht mit ein bisschen mehr Zeitaufwand und Mühen meistens aber bei ganz tragfähigen Ergebnissen ankommen. Was wir aber insbesondere brauchen, denn da ist auch ein Vertrauensverlust, nicht nur in die breite Öffentlichkeit draußen, sondern ich sage auch mal in die normale Senderöffentlichkeit oder Anstaltsöffentlichkeit nach innen. Gerade beim RBB hat sich das gezeigt, aber es ist bei ganz vielen anderen Anstalten ähnlich. Viele der normalen Mitarbeitenden, vor allen Dingen der freien Mitarbeitenden, fühlen sich in ihrer Haut nicht mehr ganz so wohl. Das hat viele Gründe, das würde jetzt zu weit führen, das auszuführen, aber dass eben Mitarbeitende, seien es Feste, seien es Freie, sehr dezidiert an diesen Reformüberlegungen beteiligt werden müssen und auch in den Gremien der Öffentlich-Rechtlichen eine größere Rolle spielen müssen wie bisher, das steht für mich außer Frage. Und da kann ich aber auch nur sagen, da habe ich in der Medienpolitik, wir reden ja gerade in Berlin und Brandenburg, viel mit den dort Verantwortlichen über die anstehende Reform des RBB-Staatsvertrages. Und ich hoffe, dass wir da möglichst viel von drin wiederfinden. Hat ja der Kollege Björn Staschen vom NDR jetzt in seinem Artikel geäußert, dass man eben auch die MitarbeiterInnen, auch die Freien und natürlich Festen mit ins Boot holt. Und es ist einiges in Bewegung. Frau Farb hat es gerade auch nochmal in den Chat geschrieben. Die Compliance-Regeln, die sich die ARD, glaube ich, letzte Woche war es eben, gesetzt hat. Und die Rundfunkkommission fordert ja auch einheitliche Transparenzregeln, hatte man im September, glaube ich, angedacht. Herr Schenk, Ihr Kollege Leminski aus NRW sagt, die Zeit der Trippelschritte ist vorbei. Spätestens im Januar muss die Rundfunkkommission so eine Kommission auf den Weg bringen. Ich fasse es mal grob zusammen. Heißt das, wir können im neuen Jahr damit rechnen, dass so eine Institution installiert werden wird? Ich werde mich zumindest dafür einsetzen dort. Damit bin ich bei dem Stichwort Mehrheitsentscheidung, ja, dem ich auch was abgewinnen kann. Fordere ich schon seit längerer Zeit, dass wir da auch, bin jetzt gar nicht dafür, dass das dann irgendwie 9-7 oder so lauten muss. Ja, man kann da auch mit 2/3 und so weiter, oder wir haben auch in manchen Fragen eine 13er-Entscheidung, also 13-3, ja, dass das auch möglich ist dort. Aber ich glaube, das würde uns ein bisschen mehr Geschwindigkeit geben, ja, zumindest sagen in wichtigen Fragen. Man kann meinetwegen in einem bestimmten Bereich, damit man sich der Sache erstmal nähert, auch den ausklammern dort, so Strukturfragen, Finanzfragen dort, dass man dann schon beieinander bleibt. Aber die Debatte brauchen wir, glaube ich, dort, ne? Also insofern würde ich mich freuen, wenn wir in der Richtung etwas hinbekommen, weil ich glaube, es ist deutlich geworden hier, dass wir sagen, zumindest die, die jetzt hier auf dem Bildschirm sind, einer solchen Kommission viel abgewinnen können. Ich will noch mal kurz auch zu diesem föderalen System, was Herr Grimm ja angesprochen hat. Ich glaube, das kann Wettbewerb erzeugen, auf jeden Fall, ja, und sich dann zu orientieren. Wie viel das Stichwort Benchmarking, ja, so mit Blick auf Transparenz, Compliance-Regeln, da finde ich, ist jetzt sehr, sehr schnell viel auf den Weg gebracht worden, ja, durch die unerfreulichen Vorkommnisse im Sommer, dass man geguckt hat, wer hat eigentlich funktionierende Strukturen in dem Bereich, ja, und dann gibt es einige dort und die hat man jetzt zusammengetragen. Und da habe ich den Eindruck, sind wir auch ziemlich einig im Kreis der Länder, dass wir daraus jetzt auch eine staatsvertragliche Regelung aufsetzen werden. Und dass wir das jetzt nicht mehr in dem dritten unterbringen, weil der ist jetzt schon sehr weit vorangeschritten. Der liegt jetzt schon in den Länderparlamenten zur Entscheidung. Aber dass wir in einem weiteren Staatsvertrag diese Dinge auch aufgreifen werden dort, nicht? Und um mir so dem Eindruck ein bisschen entgegenzuwirken dort, ich glaube, wir haben schon eine ganze Reihe Sachen auch sagen als Länder zuletzt auf den Weg gebracht. Ja, ich will mal diese Auftragsdebatte dort, ja, die haben wir jetzt geführt. Wir setzen ihn gerade in diesem dritten Medienänderungsstaatsvertrag. Und dann liegt es auch an den Intendanten, was daraus zu machen. Ja, Sie haben es angesprochen, Herr Grimberg, ja, auch die Frage, was wird noch fest beauftragt? Ja, da haben wir sagen diese Hauptprogramme und alles andere haben wir fast in den flexiblen Bereich gegeben. Das heißt, das muss nicht eingestellt werden, aber man kann damit arbeiten und es weiterentwickeln. Und das, finde ich, ist ein unglaublicher Mehrwert,
weil es jetzt an den Anstalten ist, nicht in, sagen, einem langwierigen Prozess mit der Politik in 3, 4, 5 Jahren Dinge auf den Weg zu bringen, sondern Funk kann ich auch sagen, um da ein bisschen das zuzuspitzen, innerhalb von einem Monat auf den Weg bringen. Ja? Und wenn ich feststelle, dass mir sagen, an einer Stelle irgendwie etwas passieren muss, wir haben das in der Pandemie gesehen, wie schnell die Franzosen einen Kultursender neu geschaffen haben, ja, das wäre bei uns damals gar nicht möglich gewesen. Jetzt kann ich sagen, Dinge flexibler handhaben. Jetzt kann ich das sagen, auch bei uns dann demnächst, wenn dieser Staatsvertrag in Kraft getreten ist, viel schneller bewegen dort. Ich glaube, das sind richtige Schritte. Und das, was wir uns als nächstes vorgenommen haben, das ist ja mindestens eine genauso große Baustelle, ist die ganze Frage der Finanzierungsarchitektur. Ja, wie schaffen wir Anreize, sparsam umzugehen dort? Wie ermöglichen wir, dass das, was heute eingespart wird, vielleicht als Rücklage geschaffen wird, damit ich es in Zukunft ausgeben kann? Das sind alles Instrumente, die wir uns jetzt sagen in einem weiteren Staatsvertrag vorgenommen haben, um dann zu sagen, auf der einen Seite den Auftrag, die Inhalte, und auf der anderen Seite dann auch so an diese Finanzierungsarchitektur. Ich glaube, dass das schon wirklich wichtige Reformschritte sind. Mag nicht immer so sagen, super politisch sexy klingen dort, aber es ist absolut zentral, um dieses System stabil für die Zukunft aufzustellen. Und wenn es das Ganze dann noch gelingt, einzubetten, dann auch oder zu begleiten durch eine Kommission, die uns nochmal sagen, eine Orientierung auch in die Gesellschaft hineingibt, dann kriegen wir da, glaube ich, haben wir alle Chancen, auch ein wirklich gutes Ergebnis zu erzielen. Wer wird denn da den ersten Schritt machen? Ich meine, Sie können uns jetzt nichts versprechen, aber man hat ja schon das Gefühl, dass es so ein bisschen dringlich wird, dass so eine Institution geschaffen wird. Die Debatte ist ja nicht ganz neu. Sie ist jetzt auch sagen, sie ist halt durch Herrn Buro sagen in die Öffentlichkeit getragen worden. Das ist natürlich sagen etwas, was auch schon sagen intern immer mal wieder sagen diskutiert wird dort. Das ist auch, ob das sagen am Ende sagen, es muss, glaube ich, meines Erachtens schon aus den Ländern herauskommen dort, ja. Aber wie wir sie dann besetzen und so weiter, da müssen wir, glaube ich, noch mal sagen, sehr ernsthaft die Köpfe zusammenstecken, auch im Kolleginnen- und Kollegenkreis dort und dann gucken dort. Am Ende muss das vielleicht auch eine Kommission sein, die dann sagen, durch die Ministerpräsidenten tatsächlich eingesetzt wird dort und sagt also da und da, in diese Richtung wollen wir da bewegen mit einer Kommission, dass man auch einen Auftrag formulieren. Das muss man sich jetzt sagen mal im Kreise, wir wollen im Januar in eine Klausur gehen und ich glaube, da ist eine gute Gelegenheit, um diese Frage dann auch mal untereinander zu sprechen. Mhm. Tabea. Wichtig wäre mir dabei natürlich auch nochmal zu betonen, also es gibt ja verschiedene Vorschläge und die Frage, wo bekommt man eine Expertise hin, ja, wo dann tatsächlich auch valide Vorschläge, die auch realisierbar sind, erarbeitet werden. Und das andere ist halt auch eine Frage der Verankerung in der Gesellschaft. Und wenn man Vorschläge sieht, dass irgendwelche Honorationen wie ehemalige Verfassungsrichter da in den Blick genommen werden, frage ich mich, wie weit die an dem aktuellen Medienkonsumverhalten dran sind, gerade wenn man die junge Generation im Blick hat. Ja? Also das bitte ich halt auch mit zu berücksichtigen, weil das haben wir in der Vergangenheit natürlich häufig gesehen. Ich will keine Altersdiskriminierung, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich gehöre auch bald zu den, zu den Älteren oder bin wahrscheinlich schon eine, die dazugehört. Ne? Aber es ist wichtig, dass da die Distanz nicht zu groß ist. Ne? Wenn wir wollen, dass es ein öffentlich-rechtliches Programm gibt für alle Bevölkerungsgruppen und gerade auch die Jungen mit in den Blick zu nehmen, ne? Dann ist es auch wichtig, dass man die Leute hat, die die Logiken des Netzes auch verstehen und wissen, wie man dort junge Menschen auch ansprechen kann. Und deshalb ist es halt wichtig, dass es eine gute Mischung gibt aus älteren, jungen, verschiedene Hintergründe und so weiter. Ich bin dabei, dass man das über das Format irgendwie auch einbinden muss. Ja, wir machen das selbst sagen als Staatsregierung auch in vielen Diskussionsformen sagen. Ich glaube, diese Rückkopplung ist ganz wichtig dort. Ne? Habe aber ehrlich gesagt auch den Eindruck, dass das durchaus auch in den Anstalten angekommen ist. Ja, wenn ich sehe, sagen, welche Jugendformate jetzt auch entwickelt worden, Funk ist jetzt eben schon genannt worden dort. Wenn ich aber auch sehe, was man sagen als Clips dann auch für YouTube und so beispielsweise entwickelt dort. Also da ist schon der Wunsch auch kreativ jetzt zu sein. Man hat diesen Handlungsbedarf auch erkannt und so und bin da nicht so skeptisch, dass das System das nicht aus sich heraus auch ein Stück weit hinbekommt dort.
Vielen Dank bis hierher. Vielen Dank, Herr Schenk, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, Tabea Rösner. Vielen Dank, Steffen Grimmack. Die Zeit ist um. Ich weiß, es war nur sehr kurz, aber dafür doch sehr knackig und kompakt. Und ein Punkt, der ja schon angesprochen worden ist, ist die Frage, wie arbeiten die Rundfunkräte weiter? Da hat der neue Medienänderungsstaatsvertrag Veränderungen beschlossen. Sie haben mehr Aufgaben, mehr Verantwortung, die Rundfunkräte. Große Frage ist aber, wie wird das konkret ausgestaltet? Und wie, was du, Steffen, erwähnt hattest, wie stellt man auch einen Bewusstseinswandel her, wo er noch nicht geschehen ist. Ich glaube, es ist ja auch schon ein Prozess. Und darüber spricht jetzt Anne Ulrich mit Sanne Kurz, Rundfunkrätin beim Bayerischen Rundfunk, und mit Beate Bäumer, Rundfunkrätin beim NDR, und natürlich mit Ihnen, den TeilnehmerInnen dieser Fachtagung. Sie können sich jetzt auch zu Wort melden. Vielen Dank an Sie drei bis hierher. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ihr bleibt ja hoffentlich alle dabei. Wir gehen in die Runde zu den Rundfunkräten. Wir hatten Ende April zu diesem Thema ein Fachgespräch hier in der Böll-Stiftung. Auch das digital sehr engagiert besetzt mit sehr kritischen Fragen dazu, ob die Rundfunkräte das, was ihnen da auch im neuen Medienstaatsvertrag an neuen Aufgaben zugewiesen wird, eigentlich schaffen können bei der Ausstattung und bei der Struktur, die sie bisher haben. Und wir haben zwei Frauen gebeten, uns dazu nochmal ihre Meinung zu geben, die auch im April bei dem Fachgespräch dabei waren. Und sie können auch in unserem Podcast schon mal nachhören, was dort der Stand der Kunst war. Kaum hatten wir dieses Fachgespräch mit kritischen Tönen abgeschlossen, brach die Causa Schlesinger über uns herein, die eine Menge mit der Arbeit von Gremien zu tun hatte. Dazu haben wir jetzt gerade von Steffen Grimberg schon ein paar drastische Hinweise gehört. Beate Bäumer wird den Anfang machen. Sie ist Rundfunkrätin beim NDR. Sie ist selber vom Fach Journalistin, in verschiedenen Funktionen als Journalistin auch unterwegs gewesen und war zuerst also Fernsehrätin beim ZDF und ist jetzt Rundfunkrätin beim NDR. Und sie wird den Anfang machen, dann wird übernehmen Sanne Kurz. Danke ihr beiden, dass ihr uns jetzt hier reinnehmt in dieses Rundfunkräte-Thema. Sanne Kurz ist Mitglied des Bayerischen Landtags und dort als Medienpolitikerin sehr engagiert, und sie ist selber Rundfunkrätin beim Bayerischen Rundfunk. Wir hören jetzt eure Statements und dann gehen wir ins Gespräch, und Sie als Publikum sind eingeladen, sich durch Handheben, und im Chat sind Sie eh schon aktiv, aber da können Sie sich jetzt wirklich auch zu Wort melden und beteiligen. Beate Bäumer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank für die Gelegenheit, hier nochmal sprechen zu dürfen. Die aktuelle Situation wurde ja gerade schon angesprochen, und ich glaube, es ging nicht wenigen Gremienmitgliedern so, dass sie ein bisschen erschrocken waren nach diesen ganzen Dingen, die so aufploppten beim NDR oder auch beim RBB, dass auf einmal gefragt wurde, naja, was sitzen eigentlich für Leute in diesen Gremien? Können die das überhaupt, die Sender kontrollieren? Sind die überhaupt kompetent? Von wo kommen die denn? Auf einmal war der Fokus auch auf die Gremien gerichtet. Und ich glaube, das war für viele eine neue, vielleicht auch eine ganz interessante Erkenntnis. Und natürlich auch die Frage, wollen sie es denn eigentlich? Und das wurde vorhin schon angesprochen, diese Nähe auch zwischen Gremienmitgliedern und einer Intendanz oder einer Hausleitung, einer Senderleitung. Nicht wenige Gremienmitglieder sprechen ja auch immer von wir, wenn sie sich selbst und den Sender meinen. Wie gesagt, ich glaube, der Fokus wurde nochmal darauf gelenkt, und wer spätestens seit diesem Zeitpunkt nicht über seine Rolle nachdenkt, der tut es dann vielleicht angesichts dieser ganzen Veränderungen und Aufgaben und auch der Macht, die der neue Medienänderungsstaatsvertrag ja den Gremien auch gibt. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Gemengelage, da jetzt auch nochmal zu schauen, was braucht es eigentlich? Und ich finde, man sollte eigentlich drei Beteiligte in diesem Prozess in den Blick nehmen. Das sind einmal die Mitglieder selbst natürlich, die entsendenden Organisationen, aber auch die Sender. Und wenn man anfängt bei den entsendenden Organisationen, dann finde ich es immer so wichtig zu sagen, dass es ja für eine Organisation, für einen Verband und so weiter eigentlich ein Privileg ist, jemanden entsenden zu dürfen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass für jeden Verband, jede Organisation ist die anderen Schlange stehen. Also ein Beispiel, wenn der BUND morgen sagen würde, ach,
unseren Sitz im ZDF-Fernsehrat, auf den verzichten wir. Ich glaube, da gäbe es sofort viele, die einspringen wollen würden. Aber so ein Privileg, wenn man es dann als solches begreift, das bringt dann auch die Verantwortung mit sich, dass man diesen Posten eben nicht als eine Art Ehrennadel irgendjemandem ansteckt, der lang verdient ist und irgendwie noch mit so einem Pöstchen geehrt werden muss. Oder man will jemanden beschäftigen, der lange Zeit im Rampenlicht stand und jetzt auch irgendwie nicht mehr so richtig was zu tun hat. Ich glaube, das wäre falsch verstanden. Insofern ist es auch ein Appell an die Entsender zu sagen, wir schicken diejenigen, die Interesse an der Thematik haben und auch eine gewisse Kompetenz mitbringen und natürlich auch meine Organisation vertreten. Aber das muss nicht immer der Chef sein. So. Dann würde ich den Blick auf die Mitglieder selbst lenken und da ist natürlich der große Fokus. Und da bin ich schon davon überzeugt, dass erstmal das Interesse an der Sache wichtig ist und auch so ein gewisser Wille zur Einarbeitung. Also es gibt ja einige, die fordern, oh mein Gott, kann man das überhaupt in seiner Freizeit als Ehrenamt machen? Das glaube ich schon, aber man muss natürlich auch ein bisschen was dafür mitbringen. Und salopp gesagt, daddeln, ein bisschen ausprobieren, Radio hören, gerne Fernsehen gucken und surfen, das gehört schon dazu, dass man das auch gerne macht und auch dafür seine Zeit investiert. Denn wir alle wissen ja, auch Serien gucken, das kostet Zeit. Aber ich glaube, das ist abbildbar, gerade wenn man es auch vergleicht mit der Zeit, die vielleicht auch andere Ehrenamtliche investieren. Also ich habe mal das beste Beispiel zu Hause sitzen. Das ist zum Beispiel der Trainer einer Kinderfußballmannschaft. Der geht zweimal in der Woche zum Training. Das sind 4 oder 5 Stunden und am Wochenende zum Spiel. Das sind mal locker 8, 9 Stunden Ehrenamt, die einfach geleistet werden. Und ich glaube, so viel kann man auch in die Gremienarbeit investieren. Allerdings muss dazu die ganze Sache ein bisschen besser strukturiert werden. Denn ich will mal ein Beispiel nennen. Beim NDR findet zum Beispiel die Sitzung des Verwaltungsrats freitags morgens um 10 statt. Oder der Ausschuss, zu dem ich gehöre, der findet donnerstags um 14.30 Uhr in Präsenz in Hamburg statt. Wir haben da ein Mitglied drin, der kommt aus Flensburg. Und der muss immer 2 Stunden Fahrzeit einplanen. Ich meine, wie soll er das machen? Insofern ist es, glaube ich, eine strukturelle Frage, dass die Gremien hier nochmal ein bisschen anders denken, damit eben möglichst viele Menschen mit dieser Kompetenz und mit all den Verpflichtungen, die sie sonst noch so haben, mitwirken können. Und ich glaube, es braucht so eine innere Unabhängigkeit. Man ist ja nicht in erster Linie in dem Gremium als Lobbyist in eigener Sache. Leider verstehen das manche so. Und melden sich auch nur dann zu Wort, wenn das eigene Kästchen so angesprochen wird. Aber ich glaube, man muss darüber hinausdenken. Natürlich ist es wichtig, dass auch wirklich die Gesellschaft abgebildet wird. Aber letzten Endes muss auch jeder den Willen haben, auch das ganze Spektrum einigermaßen bedienen zu wollen. Und dann, um nochmal auf den Medienänderungsstaatsvertrag zu gucken und auf das, was der den Gremien eigentlich mit als Aufgabe da gibt, da glaube ich ganz einfach, dass die Gremien ein gut geknüpftes Netz an Unterstützung brauchen, das so ein bisschen diese Unabhängigkeitsdefizite auch ausgleicht. Denn die Lösung kann ja eigentlich nicht sein, zu sagen, oh, da haben wir jetzt viele Aufgaben, da brauchen wir umso mehr Experten, die wir uns ranholen, wir brauchen die Kapazitäten, um die Experten zu bezahlen und so weiter. Damit würde man ja nur so eine Art, ich sag mal, Nebengeschäftszweig aufmachen. Also ich glaube, man muss schon irgendwie auch wissen, was man da kontrolliert und muss sich selber auch fit machen. Aber dafür braucht es natürlich eine Unterstützung und das kann ein gutes Gremienbüro zum Beispiel sein, das eine Vielzahl von Qualifikationen auch abbildet. Also Juristen können ja bekanntlich alles, das weiß ich auch. Es muss aber nicht nur der Jurist vielleicht da drin sein, sondern vielleicht auch noch viele andere Qualifikationen von Medienwissenschaftler bis hin zum Betriebswirt, damit es wirklich ein gutes Netz ist und man so auch so gewisse Unabhängigkeitsdefizite des Gremiums ausgleichen kann. Denn man muss sich ja nichts vormachen. Die Gremien sind ja keine eigene Rechtspersönlichkeit und sind somit irgendwie immer hängen mit am Sender. Das bringt das Ding nun mal mit sich. Aber man muss natürlich sich da so ein bisschen freischwimmen und auch eine gewisse Unabhängigkeit, ja, ich will nicht sagen, sich erkämpfen, aber sie zumindest irgendwie versuchen, sie zu erstreben. Und das kann natürlich wirklich mit zugeordnetem Personal, mit einer wirklichen Aufsicht über Personal stattfinden und mit wirklich einem Etat, der klar umrissen ist, der Möglichkeiten bietet und natürlich auch der Möglichkeit zur Weiterbildung für die Gremienmitglieder, aber auch dem Willen der Mitglieder. Weil wie gesagt, ich glaube, es hilft alles nichts. Ich glaube, wir müssen uns da schon auch als Gremienmitglieder ein bisschen breiter
aufstellen. Und last but not least finde ich ja so wichtig, gerade mit Blick auf die ARD-Anstalten, dass es zu einer besseren Vernetzung kommt, dass man einfach mehr auch nach rechts und nach links schaut, was machen die einen eigentlich und was machen die anderen, was können wir gut übernehmen. Also zum Beispiel die Sache mit dem Newsletter, die hat das ZDF damals vom WDR eigentlich, ich will nicht sagen übernommen, aber das war so ein bisschen Best Practice dort. Oder wenn wir jetzt auf die Selbstverpflichtungserklärung schauen, die ja viele für sich auch erkennen und als gutes Mittel der Wahl irgendwie auch verstanden wird. Da gucken wiederum viele aufs ZDF und das ist ja auch richtig so, das sollen sie ja auch. Aber ich glaube, das alles so ein bisschen zu vereinheitlichen und auch über den Tellerrand zu schauen, ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, dass die GVK da auch mit ihren Beschlüssen in der letzten Woche auch schon mal auf dem richtigen Weg ist. Aber ich glaube, das kann gerne noch mehr werden. Und letztlich haben wir schon angesprochen, das Thema Transparenz. Ich bin fest davon überzeugt, je transparenter die ganze Gremienarbeit stattfindet, desto größer ist auch die Akzeptanz. Und ich glaube, es bewegt auch was mit den Mitgliedern letztlich, wenn sie transparent arbeiten müssen. So. Aber ich glaube, ein Sitzungslivestream oder auch die Veröffentlichung von Unterlagen oder möglichst auch ein offener Umgang mit dem, was Gremien eigentlich tun, das kann nur von Vorteil sein. Und letztlich die Sender. Ich glaube, die Sender müssen einfach auch mal ein bisschen lernen zu lassen. Also die haben sich natürlich auch darauf eingerichtet, die Sender, dass sie bestimmte Gremien haben, denen man häufig ja auch so ein bisschen den positiven Einspieler präsentiert, so das Best-of, und die auch wissen, wie ihre Mitglieder ticken und die auch wissen, wo vielleicht nicht so nachgefragt wird oder so. Und Steffen Grimberg sprach das schöne Miteinander an, das man häufig auch hat. Das ist natürlich alles schön, also jeder mag ja gerne Harmonie. Aber ich glaube, die Gremien müssen etwas bissfester werden und die Sender müssen es dann auch einfach zulassen können und nicht in jeder kritischen Frage da gleich einen Angriff sehen oder irgendwie eine Verstimmung herbeizaubern oder so. Also wie gesagt, da würde ich mir etwas mehr Gelassenheit wünschen. Und ich glaube, wenn das alles beherzigen, dann glaube ich, sind wir schon mal auf einem guten Weg. Wobei ich glaube, es wird ein langer Weg. Herzlichen Dank, Beate Bäumer, das war jetzt viel Stoff, übrigens auch mit vielen unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen, die da mit angesprochen sind, die alle was zu tun haben an Hausaufgaben. Da werden wir sicher gleich drauf zurückkommen. Sanne Kurz, du hast das Wort. Du bist auch schon lange und sehr engagiert in diesem Themenfeld unterwegs und du hast Vorschläge. Du hast das Wort. Ganz genau, ein paar von den Vorschlägen, vielen Dank für die Einladung, ein paar von den Vorschlägen sind tatsächlich auch schon umgesetzt. Wir haben zum Beispiel geschafft, dass tatsächlich seit Frühjahr 2022 wir live gestreamt werden. Vorher wurde die Öffentlichkeit, also die Vollsitzung des Rundfunkrats des Bayerischen Rundfunks, wo ich Mitglied bin, seit 2019 Januar, die wurden vorher da wurde die Öffentlichkeit in der Pandemie hergestellt durch einen Stream in einen Sitzungssaal in München. Jetzt ist Bayern auch sehr groß und man fährt von einigen Ecken Bayerns bis München 4 Stunden mit dem ÖPNV. Das heißt, der Livestream hat da wahnsinnig viel gebracht. Man kann dadurch auch veröffentlichen, darauf hinweisen, die Themen, um die es geht. Jetzt ist natürlich aber der nächste Punkt, was sehen denn die Leute da in diesem Livestream? Und was bekommen sie mit, wer die Tagesordnung macht? Das heißt, es müsste sozusagen im Bereich der Transparenz noch mehr kommuniziert werden, wer bestimmt wann über was wie. Das heißt, die Struktur mit dem Ältestenrat und sowas ist was, was der Öffentlichkeit, glaube ich, so nicht ganz klar ist. Wir haben im bundesweiten Vergleich beim BR ein ziemlich gut ausgestattetes Gremienbüro, aber Bereich Transparenz ist, die sitzen halt vor dem Saal, wo der Rundfunkrat immer tagt, in Büros in dem BR-Gebäude, gehen da Mittagessen, einige kommen aus dem Haus, andere kommen von extern, manche gehen dann auch wieder in das Haus. Das ist natürlich eine schwierige Gemengelage, wenn man sagt, man will da unabhängig sein. Ich bin auch in anderen Kontrollgremien drin. Bei den anderen Kontrollgremien, in denen ich bin oder sogar im Vorsitz mit bin, gibt es keine Einladung zu Kulturveranstaltungen, keine Einladung zu den Weihnachtsmärkten der kontrollierten Organisation und so weiter. Und das meint natürlich auch der Bayerische Rundfunk gar nicht böse, ja. Die wollen lediglich höflich sein. Nur es ist natürlich, wenn ich eine unabhängige Kontrolle ausüben will, vielleicht gar nicht so förderlich, wenn ich da alle Leute total nett finde.
weil ich ja neutral auf was schauen soll und nicht dann die Menschen bei einem wunderbaren Konzert treffen und dann hinterher noch, Mensch, wie toll wart ihr da wieder, sondern das Ganze objektiv und neutral bewerten soll. Das klang ja aber alles schon in Beate Bollmers Ausführung ganz gut an, da kann ich nur sagen, ja genau, ja genau. Hinzufügen eben solche Dinge wie die Gremienbüros, vielleicht sollten die nicht da sitzen, wo halt alle Mittagessen gehen, sondern vielleicht woanders, vielleicht sollten die nicht alle aus dem Haus kommen, sondern man sollte auch für sein Gremienbüro Compliance-Regeln haben und vielleicht sollten da, wo es Livestreams gibt, die Kontrollierten nicht direkt neben den Vorsitzenden sitzen, die das Kontrollgremium leiten. Also bei uns ist tatsächlich so, da sitzen die beiden Vorsitzenden, sitzen vorne in der Mitte an der Schmalseite der Versammlung und nebendran sitzt die gesamte Geschäftsleitung des PR. Also das komplette Direktorium, die Intendanz, die sitzen alle nebendran. Und es wäre ohne weiteres möglich, dass man einfach sagt, die Menschen, die gerade berichten, die wechseln kurz ihren Platz, setzen sich neben den Vorsitzenden, ansonsten sitzen sie an der Seite. Und die Vorsitzenden der Ausschüsse des Kontrollgremiums sitzen da vorne, weil das sind nämlich meine Vorsitzenden. Und die planen für mich als Basismitglied des Rundfunkrats, planen die die Sitzungen. Und das sind eigentlich die, die das leiten. Und die anderen, das sind die, die kontrolliert werden. Das wäre ein völlig kostenloses, sehr einfach zu machen. Das ist ein doch wichtiges Signal an die Öffentlichkeit. Wer kontrolliert hier wen und wie achten wir darauf, dass das auch objektiv und gut geschieht. Viel wichtiger aber, glaube ich, ist noch die Zusammensetzung dieser Kontrollgremien. Da kocht ja jedes Bundesland, weil es ja Ländersache ist, so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Wir haben jetzt die Studie gehabt der neuen deutschen MedienmacherInnen, wo sie analysiert haben, wer denn da alles fehlt. Sie haben sich so exemplarisch ein paar Sachen rausgegriffen. Es fehlt natürlich noch viel mehr. Und das sind Dinge, wo man einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. Also wie wollen wir eine neue Generation begeistern für die Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn da gar keine Leute sitzen, die die vertreten. Also natürlich sitzen da Leute, die vertreten, die sind aber nicht in ihrer eigenen Alterskohorte. Ja? Also die sind sozusagen nicht selbst betroffen, sondern bei uns beim Bayerischen Rundfunk und Rundfunkrat ist der Bayerische Jugendring entsendend für die Jugend, für die eine Jugendvertretung, eine Person von 50, die da drin sitzt und für die Jugend spricht. Und diese Person, die da entsendet wird, ist 2 Jahre älter als ich. Jetzt können das natürlich die entsendenden Organisationen selbst entscheiden. Ich bin 48, das zweitjüngste Mitglied. Auch wir hätten sagen können, wir entsenden die 2 Jüngsten der Fraktion. Ja? Aber meine Erfahrung ist, solange das nicht gesetzlich geregelt ist, und zwar so, dass man da nicht aus kann. Das bedeutet zum Beispiel mit einer Landesschülervertretung oder sowas. Ja? Das ist nur ein Beispiel. Also es gibt sicherlich noch andere Modelle, aber irgendwas, wo man nicht aus kann, wo man sozusagen gar nicht in die Verlegenheit kommt, ältere Menschen entsenden zu müssen. Und dann werden die Gremien diverser. Parität, Beispiel, wir haben im Bayerischen Rundfunkrat eine Soll-Regelung, auf eine Frau soll ein Mann folgen, auf einen Mann soll eine Frau folgen. Erstens Sollregelung windelweich. Die allermeisten haben da irgendwelche Entschuldigungen reingeschrieben, die das nicht einhalten. Wie zum Beispiel, wir entsenden ja schon immer den Präsidenten von XY und das ist jetzt halt nun mal ein Mann. Aber die müssen, es ist nirgends gesetzlich festgeschrieben, dass die das Präsidium entsenden oder den Präsidenten oder so. Ne? Also die Entsendenorganisationen können völlig frei festlegen, wen sie entsenden. Die können auch die Vorzimmerdame dahin schicken, ja, oder den Jugendbeauftragten der entsprechenden Entsendenorganisation. Die tun das aber nicht oder zumindest nicht immer. Und was ich noch viel, viel schlimmer finde, da komme ich auch zum Schluss, weil das können wir, glaube ich, gar nicht mehr sprechen. Die Entsendenorganisationen sind noch nicht mal alle demokratisch legitimiert. Es gibt da Verbandsvertretungen, wo die Verbände nicht aus einer Bürgerschaft heraus demokratisch gewählt werden, sondern wo das ein Verein ist oder so, wo quasi jeder Mitglied werden kann und dann da sozusagen die Menschen aus dieser Gruppe vertritt. Also ich weiß, man vertritt immer alle und so, ne? Aber das ist doch was, wo ich mir eine breitere Aufstellung wünsche, mehr Transparenz auch in den Strukturen, wie entsendet wird. Und dann letzter Satz, Politik, der Bayerische Rundfunk reizt komplett aus, was an Vertretung von sogenannten staatsnahen erlaubt ist. Wir sind also 30% aus der Politik, ich ja auch. Dazu kommen die Leute, die für andere Organisationen sind, die auch oft mal Landtagskandidatur für Freiwähler oder mal Stadträtin für die CSU oder so waren. Das macht es also nicht besser. Und da bräuchte es auch ein bisschen entschiedeneres Vorgehen, vielleicht soweit von meiner Seite.
Herzlichen Dank. Ich will jetzt von meiner Seite gar nicht zuerst einsteigen, sondern erstmal haben Sie das Wort. Wer möchte? Sehe ich das? Meldet sich jemand? Nein. Bisher meldet sich niemand. Jimmy Gerum. Danke. Steffen Grimberg, Tabea Rösner. Danke. Hallo, hallo, schönen Tag. Los geht's. Ach so, ich muss noch eins dazu sagen. Entschuldigung. Sie müssen jetzt alle sich kurz halten, damit möglichst viele zu Wort kommen. Wir machen so eine Art grüne Parteitagsregie mit irgendwie 1,5 bis 2 Minuten Statements. Keine Co-Referate. Sie haben das Wort. Ja, hallo. Ich versuche mich kurz zu halten. Jimmy Gerum von der Bürgerinitiative Leuchtturm ARD. Wir stehen ja für den Dialog auf Augenhöhe mit der ganzen Bürgerschaft. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch außerhalb der Gremien mit kompetenten Bürgern sprechen. Wir versuchen, kompetente Bürger zu versammeln. Mehrere Initiativen haben sich bei uns zusammengeschlossen und mit den Mahnwachen, die wir seit 20 Wochen vor den Medienhäusern in 50 Städten veranstalten, da versuchen wir, diesen Dialog zu kreieren. Also wir sind jederzeit offen für Gespräche, und zwar sachlich und auf Augenhöhe und kompetent. Diese Kompetenz haben wir angesammelt auf der Seite der Bürger. Vielen Dank. Steffen Grimberg. Ja, vielleicht noch ein kleiner Appell von meiner Seite auch an alle GremienvertreterInnen. Ich nehme A wahr, dass die entsendenden Gruppen aber ein unheimliches Fund sein können, und ich möchte sehr ermutigen, da einfach stärker auch wieder reinzugehen und über die Arbeit im Rundfunkrat oder in den Gremien zu sprechen. Denn wenn ich mit GremienvertreterInnen spreche, merke ich, wenn ich dann frage, ja, wie läuft denn da die Rückkopplung, gucke ich leider zu oft doch in eher leere Gesichter. Das heißt, da ist, glaube ich, entweder etwas verloren gegangen oder hat nicht stattgefunden, was aber bestimmt einen Versuch wert ist. Beim Mitteldeutschen Rundfunk weiß ich beispielsweise, dass der Vertreter der queeren Gruppen vom Lesben- und Schwulenverband in Sachsen-Anhalt es sogar geschafft hat, seinem Vorstand in jeder Tagesordnung einen Bericht aus dem Rundfunkrat, ich will jetzt nicht sagen zuzumuten, aber eben in die Tagesordnung geschrieben hat. Und ich habe kürzlich mit ihm gesprochen. Er sagt, zumindest jetzt ist das Interesse groß, gerade weil diese Gruppen ja auch in Mitteldeutschland relativ lange trommeln mussten, bis sie überhaupt mal im MDR-Rundfunkrat vertreten waren. Und ein zweiter Appell, bitte auch Vernetzung innerhalb der Gremien, über die Gremiengrenzen hinaus. Natürlich, es gibt die GVK, aber das sind natürlich wieder nur die Leitung und die Präsidien. Alle normalen bitte auch, vor allen Dingen auch mit anderen Gremien im Haus. Noch so ein Funfact: bei einer Anhörung im Abgeordnetenhaus, wo ich war, in Sachen RBB, sagte der Vertreter der Freien Vertretung, es sei das erste Mal, dass er die stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende live und in Farbe treffe. Da habe ich dann auch gedacht, ups. Also auch wenn dann vielleicht die eine Vertretung stärker legitimiert ist wie der Rundfunkrat und die andere eher sowas Selbstgestricktes wie eine freien Vertretung, würde ich sehr, sehr, sehr dazu animieren wollen. Das kann sich nur gegenseitig befruchten, da miteinander ins Gespräch zu kommen. Und vor allen Dingen die vielleicht im Moment noch sagen, wir sind in unserem Gremium selber eher eine kleine Minderheit oder haben nicht so viele Anknüpfungspunkte, werden dann durch solche Netzwerke, glaube ich, nur gestärkt vom Platz gehen. Danke. Ja, Frau Böhmer, Sie hatten auch darauf hingewiesen, und ich erinnere mich auch gut an die Runden im April in dem Fachgespräch. Da war ich völlig platt, als ich gehört habe, dass es Rundfunkräte gibt, die so eine Art Kontaktverbot in die Belegschaft haben. Andere Rundfunkräte haben berichtet, dass es so eine Art Kontaktverbot in gesellschaftliche Initiativen rein gibt und so. Also da habe ich mich doch schon sehr gewundert, und da ist, glaube ich, viel Reparaturbedarf angesagt. Stichwort Rollenverständnis war ja vorhin mal aufgerufen. Tabea Rösner. Ja, genau, diesen Punkt möchte ich auch noch mal stark machen. Also darüber habe ich mit Sanne auch schon öfter gesprochen, weil immer gesagt wird, ja, die Gremien haben ja Kontakt zur Belegschaft und zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Programm machen. Und da ist die Wahrnehmung offensichtlich eine sehr unterschiedliche. Es gibt wohl Leute, die haben das angeblich, aber es gibt eben auch viele in den Gremien, die das nicht haben. Und ich glaube, wenn man das Programm ja auch mit weiterentwickeln soll, und das ist ja eine der Aufgaben, die die Rundfunkräte zukünftig auch als Aufgabe haben, das steht ja im 3. Medienstaatsvertrag, die Rundfunkräte sollen darüber entscheiden, wie das Programm sich weiterentwickelt. Also die Konkretisierung des Auftrages obliegt den Rundfunkräten zukünftig, ne? Und wenn man nicht gestärkt ist,
dann ist das eher eine Schwächung. Also wenn man das ganze Know-how nicht dafür hat, die Unterstützung, ich glaube, das ist schon etwas, wo viel Verantwortung auf die Gremien jetzt übertragen worden ist. Und umso wichtiger ist es ja auch, mit den Leuten aus den Anstalten irgendwie in Kontakt zu sein. Ich habe ja eigentlich nie als eine, die selber aus dem Bereich kommt, als Freie nie verstanden, warum in jedem Aufsichtsrat sitzen Beschäftigte mit dabei, warum hier diese Trennung so stark ist. Ne? Und das andere ist, als wir die 10 Thesen damals veröffentlicht haben, da war ja dieser Diskurs auch schon eingefordert worden. Wir haben das an alle Rundfunkgremien geschickt, alle Rundfunkräte, und viele haben das mit unterstützt. Aber wie viel ist denn dann eigentlich auch passiert? Ne? Ist man dann tatsächlich nach außen gegangen? Ne? Die Anstalten machen das zum Teil ja oder haben diesen Dialogprozess ja auch gestartet, und ich weiß nicht, wie die Planungen sind, um den weiterzuführen. Aber das sind natürlich nochmal andere Perspektiven, wenn die Vielfalt der Gremien, die ja dort abgebildet wird, weil es gesellschaftliche Gruppen sind, die Sachwalter der Gesellschaft sind, ja, wenn die den Dialog über den Öffentlich-Rechtlichen und die Weiterentwicklung führen. Mikro, Anne. Entschuldigung, Andreas Wagner wollte ich einladen, und dann Sanne Kurt hatte nochmal die Hand kommen. Ja, hallo. Mich würde noch mal interessieren, im Rundfunkrat sind sicher viele Personen drin, die stark eingebunden sind und nicht so die Zeit haben, sämtliche Dokumente eifrig zu lesen und sich auf alle Themen vorzubereiten. Gibt es denn im Rundfunkrat so eine organisierte Arbeitsteilung, dass jedes Themengebiet auch gut abgedeckt ist? Ich denke vor allem oder zum Beispiel an das Thema Finanzen, wo es häufig fast niemand gibt, der sich da stark reinarbeitet und auch recherchiert und so weiter. Das passt, dass sich Sanne Kurz da gemeldet hat. Es gibt dazu anschließend und passend auch die Frage im Chat, wie groß der ideale Rundfunkrat eigentlich ist und wie der so aussieht. Bitte, dein Mikro ist noch aus. Genau, ich wusste nicht, wie lange wir noch sprechen können, deshalb hatte ich mich wegen der Frage im Chat gemeldet eigentlich. Also zunächst mal zu dieser Ehrenamtsproblematik. Ich finde es auch wichtig, dass das ein Ehrenamt ist. Das ist auch gut so eigentlich. In jedem Rundfunkrat ist es anders geregelt, wie viel Zuarbeit man bekommt. Bei uns ist dieses Gremienbüro eigentlich sehr, sehr groß, aber trotzdem darf das Gremienbüro uns keine Zuarbeit leisten im Sinne von Sachen zusammenfassen, Dinge erklären. Jetzt bin ich Politikerin, das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, mir Ressourcen selber zu holen und mir in meinem Büro zum Beispiel, indem ich da Menschen für anstelle, eine Zuarbeit und Unterstützung geben zu lassen. Aber es ist natürlich völlig klar, dass sowas eigentlich für alle da sein muss. Und dafür misse ich auch, aber das ist eben durch diese Länderhoheit in allen Rundfunkräten sehr unterschiedlich. Also ich vermisse die Möglichkeit auch zu Weiterbildung. Ich selbst bin Filmemacherin. Ich hatte in meinem Studium sehr lange und sehr ausführlich gelernt, wie Kontrolle von Öffentlich-Rechtlichen, in welchen Ländern also was funktioniert. Da kommen natürlich aber auch Leute rein, die wissen das nicht. Da wäre es wahnsinnig wichtig, dass es Qualifizierung, Ausbildung und Weiterbildung gibt, im Sinne von jetzt ausreichend JuristInnen, ausreichend Leute, die sich mit Finanzen auskennen und so weiter. Da ist es bei uns so, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, ohne dass das Absprachen gäbe bei den entsendenden Organisationen. Es ist also Zufall, dass es da gerade klappt, dass wir tatsächlich in entsprechenden Ausschüssen auch Leute haben, wo ich das Gefühl habe, das ist ganz gut. Wir haben allerdings ein Mitglied, kann man auch sagen, der macht es ja öffentlich, der Herr Markwort, der zieht durch die Lande und erzählt rum, wie unqualifiziert dieser Rundfunkrat ist und dass da keine Ahnung von Film und Medien hat. Also ich habe das studiert, sehr lange, ja, und befasse mich natürlich auch mit Medienpolitik, und dass natürlich ein alleinvertretungsberechtigter Gesellschafter eines privaten Rundfunkunternehmens, der in so einem Kontrollgremium sitzt, aufgrund einer Gesetzeslücke, die es da gab und die inzwischen behoben ist, dass der natürlich da eine andere Ansicht zur Qualifizierung hat, ist klar, aber es würde uns allen nicht schaden, wenn wir zum Beispiel, ich würde Finanzweiterbildung total gerne besuchen und die auch gut brauchen. Ich enthalte mich dann bei so wichtigen Fragen immer, wo ich denke, ich steige da nicht durch und da kann mir auch meine Zuarbeit nichts helfen. Kontakt in die Sender, viel noch,
ich gehöre zu den Leuten, die vorher so einen Zettel bekommen haben, mit wem sie alles nicht sprechen sollen. Jetzt bin ich Abgeordnete, bin für diesen Bereich zuständig. Und selbstverständlich, wenn ich für Film und Kultur zuständig bin, will ich mit Orchestern, will ich mit Leuten, die Medien machen, will ich natürlich mit denen sprechen. Und die können natürlich auch als Abgeordnete zu mir kommen. Wir haben kleinere Gruppen innerhalb des Rundfunkrats, wo wir sehr wohl uns mit Leuten aus dem Sender treffen. Zum Beispiel mit der freien Vertretung treffen wir uns regelmäßig oder mit der Gleichstellungsbeauftragten. Das finde ich auch ganz wichtig. Wir machen da gar keine Geheimabsprachen, sondern die wichtigsten Absprachen, die es gab, war zum Beispiel, ein Gleichstellungsbericht darf nicht mehr am Ende der Tagesordnung sitzen, weil dann fällt er jedes Mal hinten runter und wird halt ein Dreivierteljahr später gehalten, dann braucht ihn irgendwann auch keiner mehr. Und dafür ist eigentlich schon sinnvoll, ich habe mit der Geschäftsleitung auch mal gesprochen, woher das eigentlich kommt, dass wir da dieses Kontakt-Dings haben. Und ich kann es schon auch verstehen, dass die natürlich sagen, ja, wenn sie jetzt bestimmte Strategie verfolgen und da noch nicht alle eingebunden sind, dann ist es schwierig, wenn dann sozusagen aus anderen Ebenen da anders kommuniziert wird. Aber ich bin für Transparenz. Ich glaube, das ist was am besten in der Demokratie mit demokratischen Strukturen funktioniert. Und ich glaube, das würde auch den Strategien gut tun. Da hat sich auch viel geändert. Es gibt jetzt beim BR-Mitarbeiterforum mit einer gigantischen Beteiligung, wo also ein Drittel des Senders mitmacht und sowas. Das funktioniert also jetzt besser als früher. Letzter Punkt, du musst noch ein bisschen kürzen. Du musst mal noch ein bisschen kürzen, weil da noch Wortmeldungen sind und auch vorbei. Die Repräsentation, wie sieht ein idealer Rundfunkrat aus? Ich finde es wichtig, dass ein idealer Rundfunkrat die Bevölkerungsstruktur und Beschäftigungsstruktur einer Gesellschaft widerspiegelt. Das tut er in Bayern im Augenblick nicht. Und dass Minderheiten ausreichend berücksichtigt sind, das tut er in Bayern im Augenblick auch nicht. Vielen Dank, Frau Bäumer. Ich nehme noch kurz Christhard Wagner dazu. Und dann, jetzt gibt es noch viele Wortmeldungen. Sie halten sich alle kurz, weil die Zeit eilig voranschreitet und Frau Bäumer hat das Schlusswort. Machen wir es so? Nein, sie möchte gerne lieber jetzt gleich, oder? Richtig? Also Herr Wagner und dann Frau Bäumer. So rum? Okay, soll ich? Sie haben das Wort, ja. Ja, Christoph Wagner, Mitglied im Rundfunkrat des MDR seit einem Jahr. Ich hätte nicht gedacht beim Einstieg, wie aufwendig das Ganze ist. Also wenn ich noch im Dienst wäre, hätte ich die anderthalb Tage, die ich für den Rundfunkrat in der Woche brauche, nicht gehabt. Insofern ist das ein Dilemma, das für viele wahrscheinlich ziemlich schwierig zu lösen ist. Wir haben Anfang Dezember übrigens ein Gespräch mit den Freien und Personalräten im MDR geplant als Landesgruppe Thüringen. Zur Gremienbüro-Frage kann ich sagen, die Kritik ist im MDR aufgenommen worden und wir werden in Zukunft noch eine weitere Stärkung des Gremienbüros bekommen, indem wir einen juristischen Fachmann noch als im Gremienbüro für uns sozusagen zur Verfügung haben. Und weshalb ich mich eigentlich noch ein kleines, es war die Frage nach der Spezialisierung zum Beispiel in Verwaltungsräten zur besseren Kontrolle der Finanzen. Dies genau ist beim RBB geschehen und ist mächtig in die Hose gegangen. Also es sollten doch möglichst alle den Überblick behalten, damit die Transparenz und die Kontrolle auch gewahrt bleibt. Und das Letzte zur Expertenkommission, das war ganz in der ersten Runde ja das Thema. Mein Dilemma ist oder meine Frage ist, wie kann die Asymmetrie zwischen den Medienprofis, den Politikprofis und denen, die den Publikumsrat repräsentieren, tatsächlich überwunden werden? Das ist schon ein Problem in den Rundfunkräten, dort wird es durch längere Einarbeitungszeit etwas abgemildert, bleibt aber trotzdem groß. An solcher entscheidenden Frage, wie es dann an dem großen runden Tisch oder wie das Ding immer heißen soll, geschehen soll, halte ich die Diskrepanz zwischen den Profis und denen, die als Publikumsrat sprechen wollen, für sehr hoch. Und da müsste dringend was überlegt werden, wie dies überwunden werden kann. Vielen Dank. Viele wichtige Punkte. Frau Bäumer, möchten Sie jetzt das Wort ergreifen? Denn es waren so viele Themen. Und dann, Tabea, ist deine Hand noch oben oder hattest du dich noch mal gemeldet?
Sonst wäre nämlich noch Hermann Kuhn unter. Also Frau Bäumer, ich würde sagen, Sie haben jetzt das Wort. Nein, ich würde gerne nochmal das unterstreichen, was Anna Kurz gesagt hat. Also diese Bereitschaft, sich wirklich weiterbilden zu wollen und das auch zu tun und auch die Möglichkeit zu haben, vom Sender aus, beziehungsweise vom Gremium aus, das halte ich für völlig elementar. Ansonsten, wir arbeiten ja in Ausschüssen, das machen ja alle Räte so, sodass die Kompetenzen schon ein bisschen gestreut werden. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass man schon ein bisschen auch bereit sein muss, sich so viel Kompetenz drauf zu schaffen, dass man so eine Art, ich sag mal, einen groben Überblick irgendwie über die Dinge dann schon auch behält und nicht alles nur in fremde Hand geben muss. Und zu der Frage aus dem Chat, der ideale Rundfunkrat, das gibt es nicht. Und ich glaube, das lässt sich auch nicht klöppeln in diesem föderalen Staat. Weil die Frage darüber, also wer jetzt zum Beispiel, was dazugehört zu so einer Ausgeglichenheit, das geht so weit auseinander. Und ich habe eigentlich die Chance gesehen, nach dem ZDF-Urteil, dass man da nochmal genauer drauf guckt. Aber im Grunde ist es auch da im neuen ZDF-Staatsvertrag, es ist nicht gelungen, eigentlich wirklich es so breit abzudecken. Und ich meine, meine Organisation, entsendet von der katholischen Kirche, ist eigentlich das beste Beispiel. Da sagen ja viele, ja, was wollt ihr denn eigentlich drin? Andererseits muss ich sagen, die großen christlichen Kirchen, noch knapp die Hälfte aller Bundesbürger ist dort Mitglied. Da würde ich mal sagen, da haben wir aber neben dem ADAC noch die größte Berechtigung, da drin zu sein. Also so weit geht es auseinander. Ich will mich der Diskussion gar nicht versperren, aber ich glaube, das Spektrum reicht einfach von bis. Und es gibt so viele unterschiedliche Ansichten darüber, wer vertreten sein sollte und mit welcher Berechtigung, sodass es, glaube ich, den idealen Rat da an der Stelle nicht gibt. Sehr herzlichen Dank dafür. Ich würde jetzt Hermann Kuhn aufrufen. Ich glaube, Tobias Hand ist noch oben, oder? Hermann Kuhn. Auch ja, ein Mitstreiter unseres Fachgesprächs im April. Ja, vielen Dank. Ich bin Mitglied im Rundfunkrat von Radio Bremen und Vorsitzender des Programmausschusses der ARD. Ich will nur zu dem Komplex Ehrenamt insgesamt was sagen. Ich möchte sehr die Meinung von Herrn Grimberg unterstützen, dass die Mitglieder des Rundfunkrates viel mehr von sich aus auch tun müssen, um die Verbindung zu den entsendenden Organisationen zu verbessern und herzustellen. Ich weiß nicht, ein Beispiel ist genannt worden, sehr lobenswert, aber ich weiß nicht, wie viele das machen, dass sie wenigstens einmal im Jahr im Vorstand der Organisation, die sie entsendet haben, berichten, was passiert, dass sie vielleicht anregen, dass man einen Artikel in der Verbandszeitung über die Lage der ARD erstand. Also das muss viel enger werden. Und wir haben uns überlegt hier bei Radio Bremen, wir machen ohnehin 2 Fortbildungen jedes Jahr, die auch sehr gut und sehr angenommen werden. Wir müssen aber, glaube ich, bei der nächsten Wahl zum Rundfunkrat intensive Gespräche führen mit all den entsendenden Organisationen, um sie nochmal zu erinnern daran, welche Qualifikation es braucht. Wir werden sie nicht verpflichten können, sie bleiben frei. Wenn wir bei dieser Konstruktion, bei diesem Ehrenamt bleiben, bleiben Sie frei in der Entscheidung, wen Sie entsenden. Und es wird sehr unterschiedlich sein, aber wir sollten darauf drängen, dass Sie sich vorher überlegen und mit den zu entsendenden neuen Rundfunkratmitgliedern auch ausführlich sprechen. Und ich will noch eine Sache sagen, die vielleicht weiterführt in der Diskussion. In der letzten GVK-Sitzung kam die Diskussion auf, die nicht weitergeführt wurde, aber die notwendig ist, wie es dann ist mit den Vergütungen für Rundfunkratmitglieder. Also zum Beispiel die Vergütung von Arbeitszeitfreistellung, all diese Dinge. Ein sehr großes, heikles Thema, aber ich glaube, wenn man Ehrenamt ehrlich diskutiert, auch gerade nach den neuen Anforderungen, muss man sich die Frage stellen. Vielleicht kommt man dazu zu sagen, nee, wollen wir nicht, können wir nicht, aber die Frage stellen müssen wir schon. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich glaube, Hermann Kuhn, wenn ich mich richtig erinnere an diese Debatte, die wir im April hatten, dann hast du auch darauf hingewiesen, dass es so eine große Herausforderung ist für das Zeitkontingent, was man aufzubringen hat und dass damit umgegangen werden muss. Das war, glaube ich, auch eins der Themen. So, jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von, da steht Uschi.
kann Sie jetzt nur so ansprechen. Hallo. Ich muss das erstmal richtig stellen. Ich weiß nicht, warum ich hier so heiße. Also ich werde so genannt und ich bin das erste Mal an der Zoom-Konferenz und wahrscheinlich heißt mein PC so. Also Sie können das selber ändern. Sie müssen auf diese blauen Punkte da oben und dann kann man sich umbenennen. Aber jetzt erzählen Sie einfach mal, wer ich wirklich bin. Ja. Also ich bin Ursula Helmholtz. Ich war bis zum Ende der letzten Wahlperiode Rundfunkrätin im NDR Rundfunkrat. Und davor war ich einige Jahre im Niedersächsischen Landtag medienpolitische Sprecherin der Grünen. Und das hat jetzt nicht so richtig geklappt hier mit meinem Namen, aber das ist nicht so schlimm. Ich wollte mich eigentlich melden zu zwei Themen, und zwar was die Rundfunkräte angeht. Zum einen möchte ich ein bisschen davor warnen, dass man sagt, also dass man darauf kommt zu sagen, wenn man Rundfunkrat oder Rundfunkrätin wird, muss man eine gewisse Qualifikation mitbringen. Ich glaube, das ist völlig falsch. Denn der soll ja gerade die Breite der Gesellschaft abbilden. Und in der Gesellschaft sind halt immer solche und solche. Und ich finde, die können im Rundfunkrat durchaus auch sein. Was aber richtig ist, ist, finde ich, dass man Gelegenheit zur Qualifikation, Weiterbildung, Einarbeitung und so weiter geben muss. Und der NDR-Rundfunkrat hat das eigentlich, finde ich, immer ganz gut gemacht mit Klausurtagungen. Ziemlich schnell am Anfang eine Klausurtagung für alle Neuen, wo man eben genau auch bestimmte Dinge lernt. Ich glaube aber, dass es eine Illusion ist, zu denken, dass diese Diskrepanz zwischen dem Haus und dem Gremium irgendwie aufgehoben werden kann. Das geht tatsächlich nicht. Der Informationsvorsprung ist dermaßen hoch. Und ich glaube, jeder Rundfunkrat, jede Rundfunkrätin kennt das, dass erstmal zu Anfang der Bericht des Intendanten kommt und dann ist man schon mal eine Stunde lang ziemlich erschlagen von all dem, was einem da erzählt wird, kommt kaum hinterher, sich diese Informationen alle zu melden. Und im Grunde sind alle schon relativ erschöpft, wenn dann auch noch der Vorsitzende, die Vorsitzende des Rundfunkrats den Bericht gegeben hat. Und dann kommt die Diskussion und eigentlich sind alle dann schon relativ müde. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie man das aufheben kann. Ich glaube, man müsste, glaube ich, Tagesordnung manchmal umstellen und müsste zum Beispiel nicht den Bericht an den Anfang stellen, sondern die Diskussion des Gleichstellungsberichts und das nicht irgendwie am Ende nach 3 Stunden, wenn man sowieso schon völlig fertig ist. Zu Diversität. Sie müssen jetzt, ich mache es leider, wir sind schon voll über der Zeit für unseren Satz. Zur Diversität möchte ich nur noch eine Sache sagen. Meine Erfahrung ist, dass dieses Verfassungsgerichtsurteil zur Versteinerung hat ja vielleicht ein bisschen dazu geführt, dass die Politik rauskommt. Aber ich finde, einige gesellschaftliche Gruppen sind per se noch zu stark vertreten. Und das betrifft, Frau Bräumer, ich muss Ihnen widersprechen, auch meiner Erachtens nach die Kirchen. Die haben einfach ein ziemlich großes Kontingent an Sitzen, einfach fest durch den Staatsvertrag. Zusätzlich noch Vertreter, die über bestimmte Gremien kommen, sind dann aber auch quasi Kirchenvertreter. Und das macht den Weg zu für andere Gruppen. Oder man muss das Gremium noch total aufblähen. Das Gleiche betrifft die Gewerkschaften, das Gleiche betrifft das Arbeitgeberlager. Ich glaube, man muss wirklich ein bisschen mutiger mal werden in der Politik und muss sagen, wir müssen bestimmten Gruppen was wegnehmen, damit andere auch reinkommen können. Sonst kommt man da zu keinem Ende. Das wäre etwas, was ich mir sehr wünschen würde. Das ist ein guter Punkt. Man könnte auch über eine andere Sorte der Rotation und so weiter noch nachdenken. Herzlichen Dank. Jetzt gibt es noch eine jede Menge Fragen, aber wir sind sehr über der Zeit und diese Zeit soll nicht im nächsten Thema fehlen. Ich bedanke mich sehr herzlich, Beate Bäumer und Sanne Kurz, dass ihr hier zur Verfügung steht und mitdiskutiert mit euren Vorschlägen. Ein Text von Beate Bäumer gibt es übrigens auch auf www.böll.de noch zu lesen. Jetzt gehen wir in die nächste Runde und zwar geht es jetzt um die Frage, wie soll Konsultation stattfinden und dazu gebe ich zurück an Vera Linz. Dankeschön, Anne. Ich sehe mich. Prima. Genau, Konsultation als verlässlicher Prozess ist die nächste Runde überschrieben und wir haben es ja schon angesprochen, es soll und muss neue Formen der Konsultation geben, nämlich darüber, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Zukunft aufgestellt sein soll und zwar Konsultation auch über Ländergrenzen hinweg, wenn ich es mal so salopp sagen darf. Und zwei, die sich darüber Gedanken gemacht haben und Vorschläge unterbreitet haben, wie so ein Prozess institutionalisiert werden kann, sind jetzt hier in unserer Runde und ich sage ganz herzlich willkommen
Olaf Steenfahrt. Ah, Herr Hein sind auch schon. Ah, super. Jetzt mache ich aber den ersten zu Ende. Olaf Steenfahrt, er ist Journalist und Medienexperte, engagiert sich in der Initiative Unsere Medien für Erhalt und Reform von öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen, Karl Eberhard Hein, Professor für Öffentliches und Medienrecht an der Universität zu Köln. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ein bisschen überzogen und darum sind Sie jetzt von Anfang an dabei. Das ist doch prima. Genau, meine Idee oder unsere Vorstellung war, dass Sie vielleicht beide kurz Ihre Vorstellung, Ihr Konzept präsentieren und ich dann nachfrage, beziehungsweise Sie im Zuschauerbereich auch eingeladen sind, Ihre Fragen und Bemerkungen zu machen. Wir fangen jetzt an mit Olaf Steenfahrt, weil wir davon ausgegangen waren, dass er als Erster da sein wird. Sie haben das Wort und dann Karl Eberhard Hein. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Die Systemfrage steht ja so ein bisschen wie ein Elefant im Raum, spätestens seit den Einlassungen von Herrn Buro. Ich würde, glaube ich, den Begriff Systemfrage noch einen zweiten Begriff an die Seite stellen, der übrigens vorhin auch schon anklang, nämlich Bewusstseinswandel oder man könnte vielleicht auch sagen Kulturwandel. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Begriffe zu benutzen, weil sie auch beschreiben, über welche Dimension wir hier eigentlich reden oder anders ausgedrückt, auf welcher Flughöhe eigentlich diese Diskussion stattfindet. Ich habe so ein bisschen den Eindruck und ansatzweise schien das auch in der Diskussion bis zu diesem Punkt durch, dass die Medienpolitik und die Sender und vielleicht auch selbstverständlich dazu tendieren, mit ihrem institutionellen Werkzeugkasten zu hantieren, um zu reagieren auf die Krise. Und wir sehen das ja zum Beispiel auch ganz aktuell mit den neuen Compliance-Richtlinien oder auch der Arbeitsgemeinschaft, die jetzt gerade angekündigt wurde, oder dem Kodex der Gremienvorsitzendenkonferenz. Das ist natürlich alles gut sicher und auch gut gemeint. Die Frage bleibt nur, reicht das? Reicht das, um das verlorene Vertrauen wieder zu gewinnen? Und reicht das vor allen Dingen auch, um das öffentlich-rechtliche System zukunftsfest zu machen? Und wenn die Antwort auf diese Frage lautet nein oder wir wissen es nicht genau, sind wir genau bei den Vorschlägen, die im Moment im Raum sind, nämlich nach einer Expertenkommission oder einem runden Tisch oder einem Konvent, was dann vielleicht dazu dienen könnte, die Systemfrage eben auch zu beantworten im Zweifelsfall. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, vielleicht drei kurze Handlungsfelder zu skizzieren für so eine Initiative. Das erste Handlungsfeld würde ich umreißen mit dem Begriff Auftrag. Ich glaube nicht, dass das schon hinreichend durch den Medienänderungsstaatsvertrag komplett abgehakt ist. Im Gegenteil, Status quo ist sicher, dass die Sender sich zumindest im Maschinenraum der Sender als Content-Fabriken betrachten, die im täglichen Wettbewerb am Markt bestehen und um Reichweiten kämpfen. Kulturwandel würde aus unserer Sicht bedeuten, dass wir eben das öffentlich-rechtliche System als kritische digitale Infrastruktur betrachten. Das beinhaltet natürlich eine Plattformstrategie und auch da springt der Medienänderungsstaatsvertrag vielleicht ein bisschen kurz, weil er so den Eindruck erweckt, okay, wir ersetzen halt eine Distributions- oder Verteilplattform, nämlich lineare Sender durch eine andere, nämlich Apps oder Streamingdienste. Und das ist es eben nicht nur, sondern wir reden hier auch zum Beispiel über gemeinwohlorientierte Empfehlungssysteme etc. Im Chat klang das ja auch durch. Und was den Auftrag angeht, gibt es noch eine zweite Herausforderung, glaube ich, die auch Handlungsfeld einer solchen Kommission sein müsste. Jeder Auftrag ist nur so gut wie auch die Kriterien zur Messung der Zielerreichung. Das ist ja auch ein Auftrag an die Gremien, was nicht gerade trivial ist, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und vielleicht ein konkretes Beispiel im Medienänderungsstaatsvertrag und auch schon vorher ist ja immer die Rede von den vier Genres Information, Unterhaltung, Bildung und Kultur. Jeder, der Programm macht, weiß, dass die völlig untauglich sind zur Quantifizierung. Was ist denn die Heute-Show? Die Heute-Show ist natürlich Information, sie ist auch Unterhaltung, sie ist auch Bildung und ist auch Kultur. Also welche konkreten Kriterien kann man entwickeln und dann auch wirklich umsetzen zur Messung der Zielerreichung? Ich glaube, das ist sicher eine Fragestellung an so eine Kommission. Übrigens illustriert das, glaube ich, auch, dass es hier nicht darum geht, dass das neunfach plus ZDF und Deutschlandradio entwickelt wird, solche Kriterien, zumal ja auch Gemeinschaftsprogramme veranstaltet werden und vielleicht auch der Blick über den Tellerrand Deutschlands hinaus hilfreich sein kann.
Zweites Handlungsfeld, das wurde ja schon besprochen, deshalb sage ich dazu auch nur ganz wenig, sind die Gremien. Status quo ist sicherlich, dass die sich immer noch zu sehr als Teil der Häuser betrachten. Und Kulturwandel heißt aus unserer Sicht einfach, da ein Cordon sanitaire einzuziehen. Natürlich sind Fortbildung wichtig, natürlich sind Ressourcen wichtig, um den Auftrag zu erfüllen. Aber Kulturwandel heißt eben da noch deutlich mehr. Und vor allen Dingen auch, und das wäre aus unserer Sicht auch wünschenswert, dass so eine mögliche Kommission eben auch einen Einstieg in eine Verstetigung dieses Prozesses mit sich bringt. Drittes Handlungsfeld, Teilhabe. Status quo ist, dass wir Beitragszahlenden als Kunden und Konsumenten etwas derb gesagt als Quotenfleisch von den Sendern betrachtet werden und mit Programmmarketing bespielt. Kulturwandel würde heißen, uns eben auch als Anteilseigner auf Augenhöhe zu beteiligen. Ich bin da selber kein Experte, wahrscheinlich die wenigsten in dieser Runde, wie man das konkret professionell organisieren kann. Ich bin mir ziemlich sicher, das geht. Das kann man machen, wenn man in andere Branchen guckt, auch vielleicht über wiederum den deutschen Tellerrand hinaus, wie das auch im Ausland geschieht, wie man wirklich kontinuierliche, verstetigte Beteiligung auf Augenhöhe herstellen kann. Und ich glaube, das alles ist, was den Auftrag einer solchen Kommission angeht, ein guter Zeitpunkt. Und das möchte ich auch noch ganz kurz nutzen als Dank an die Böll-Stiftung, gerade zu diesem Zeitpunkt so eine Runde zu organisieren. Ich sage das nicht nur als protokollarische Geste, sondern wirklich aus tief empfundenem Dank, weil ich weiß, das ist ein Nischenthema, sollte es eigentlich nicht sein, mit dem sich politisch auch nicht unbedingt einen Blumentopf gewinnen lässt, und insofern sich dem zu widmen und am Ball zu bleiben, auch gerade im Vergleich mit den anderen Akteuren in diesem Feld, finde ich sehr verdienstvoll. Vielen Dank. Dankeschön, Olaf Steenfahrt. Ich gebe das Wort an Karl-Eberhard Hein. Genau, Sie haben gemeinsam mit Tabea Rösner die Idee der Expertenkommission und eines Bürgerrates sozusagen formuliert. Genau, vielleicht schildern Sie uns jetzt, welche Vorstellungen sich dahinter verbergen. Ja, gerne, Frau Linz. Erstmal vielen Dank an Anne Ulrich und die Böll-Stiftung, dass ich dabei sein darf. Danke für Ihre Vorstellung, Frau Linz. Ich komme gerade aus einer Schalte mit dem Hörfunkrat des Deutschlandradios, wo wir all die Fragen diskutiert haben, die Sie eben diskutiert haben, wo mir schon auf der Zunge liegt, da noch einiges zu sagen. Aber das ist nicht mein Thema und ich sollte es ja knackig und kurz machen, wie Frau Linz mir gesagt hat. Also mache ich gar keine lange Vorrede, sondern Tabea und ich haben eine Idee gehabt haben mal versucht, die zu formulieren. Dabei geht es nicht um die laufende Gremienarbeit, sondern dabei geht es um die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die unserer Ansicht nach auch in grundsätzlicher Hinsicht angebracht ist. Wir sind dabei davon ausgegangen, dass da Grundsatzfragen zu verhandeln sind und auch Änderungen anstehen, die den etablierten Playern auf dem Feld, also den Sender- und Länder-Medienpolitik-Treibenden, Schwierigkeiten machen werden, aus den Gräben zu steigen, in die sie sich über lange Jahre reinbegeben haben. Das ist auch, sagen wir, das will ich gar nicht grundsätzlich kritisieren. Die handeln nach ihrer Funktionslogik. Unsere Idee war, wie können wir diese Funktionslogik aufbrechen, um Lösungen zu ermöglichen, auf die die Länder und die Anstalten selbst sich vielleicht niemals würden verständigen können. Das ist die Grundidee und wir gehen dabei davon aus, dass jetzt auch die Zeit ist, Vorschläge zu machen, bei denen sich manchen der etablierten Player der Magen rumdreht. Aber jetzt ist die Zeit dazu, mal Neues zu versuchen. Dabei gehen wir von zwei Grundlagen aus. Erstens, im Hinblick auf die Fragen Auftrag und bestimmte grundlegende Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist Expertise unabdingbar. Also wir brauchen eine Säule, die Expertise bietet. Zweitens, alle reden immer davon, man müsse auch um die tatsächliche Legitimation für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder zu gewinnen oder zu bewahren, das Publikum einbeziehen. Ja, es müsse eine gesamtgesellschaftliche Diskussion stattfinden. Das hat auch Herr Poster letztens formuliert. Aber um gleich darauf zu betonen, dass die Entscheidung natürlich bei den Ländern liegen müsse. Das sehen wir ein bisschen anders. Wir
wollen, dass dann tatsächlich damit ernst gemacht wird, die, die es betrifft, als Rezipienten einzubeziehen. Dabei steht für uns außer Zweifel, dass verfassungsrechtlich gesehen natürlich die Länder die letzte Entscheidung treffen müssen. Das wird in der Regel über interföderale Staatsverträge gemacht, wo die Regierungschefinnen und Chefs die Dinge aushandeln, in einen Staatsvertrag gießen, der dann von den Länderparlamenten abgesegnet werden muss. Soweit es einzelne Anstalten betrifft, machen das nur die Muttergemeinwesen. Das will ich mal vorausschicken. Die demokratischen Legitimationsstrukturen, die verfassungsrechtlich gegeben sind, die kann man nicht unterlaufen. Aber man kann einen Prozess davor schalten, und das genau war unser Vorschlag. Der braucht eine gewisse Zeit, aber die Zeit sollte man sich für grundlegende Reformen auch nehmen. Und man sollte in der Zwischenzeit keine Entscheidungen treffen, die den Reformspielraum kleiner machen und mögliche Entscheidungen konterkarieren. Das Ganze sollte beginnen mit einem Expertengremium, wo wir vorgeschlagen haben, das sollte am ehesten der benennen, der vom Amt her die größte Gewähr für Unabhängigkeit bieten könnte. Das könnte der Bundespräsident sein. Diese Experten, deren Aufgabe ist nicht, eine fertige Reform zu machen, sondern eine Status Quo-Aufnahme der Situation des Mediensektors zu machen, dann die Reformprobleme oder zur Reform anstehenden Probleme zu formulieren und die Möglichkeiten und Grenzen für Reformen aufzuzeigen, nicht aber eine fertige Reform vorzulegen, sondern dieses Material soll dann in einen Publikumsrat eingeführt werden. Und dieser Publikumsrat, der soll nach dem Modell der Bürgerräte zusammengesetzt sein. Es bewerben sich Leute, es werden bestimmte Segmente definiert, aus denen Leute da drin sein sollten. Also etwa auch die jungen Generationen, die ja besonders wichtig sind, jetzt um Legitimation zu geben dem öffentlich-rechtlichen System. Und dann wird per zufallslos ausgewählt, wer nun letztlich da reinkommt. Das Modell dürfte bei den Grünen nicht so ganz unbekannt sein, nehme ich mal an. Und auch während die verhandeln und Reformvorschläge ausarbeiten, sollen sie laufend von den Experten, wenn Fragebedarf ist, wieder weiterberaten werden. Das soll in Reformvorschläge oder einen Reformvorschlag münden, der dann den Ländern vorgelegt wird. Unsere Vorstellung wäre, dass, und das ist teilweise auch unausweichlich, dass die wesentlichen Entscheidungen auf interföderaler Ebene durch die Länder gemeinsam getroffen werden, durch einen Staatsvertrag, der dann wiederum von den Ländern abzusegnen wäre, teilweise auch in den einzelnen Anstaltsgesetzen von einzelnen Ländern umzusetzen wäre. Wir haben weiterhin vorgeschlagen, dass die Länder sich vorher in einem Staatsvertrag darauf einigen, ein solches Verfahren zu autorisieren und dass sie selbst auf der Ebene der Verhandlungen der Ministerpräsidenten mit Mehrheit entscheiden. Wir haben im Moment ein Einstimmigkeitsprinzip bei den Staatsvertragsverhandlungen und das ermöglicht natürlich jedem, der Eigen- und Sonder- und Standortinteressen hat, alles zu blockieren. Das meinen wir auch, wäre wünschenswert, wenn es aufgebrochen würde. Gleichzeitig haben sich allerdings, das müssen wir sehen, schon einzelne Länder auf den Weg gemacht, Hessen macht eine Gremienreform im Hessischen Rundfunkgesetz und es gibt auch ein Arbeitspapier der Länderrundfunkkommission über die Gremienreform. Die etablierten Player haben kein großes Interesse daran, dass so etwas stattfindet, was wir vorschlagen. Gleichwohl wollten wir diese Option mal in die Diskussion werfen. Vielen Dank bis hierhin. Dankeschön, Herr Professor Hein. Zwei praktische Fragen von mir und dann sind Sie auch im Plenum aufgerufen, Ihre Fragen zu stellen. Ich hoffe, ich sehe das dann auch. Zunächst mal, Herr Hein, soll das dieser Vorschlag eine verstetigte Institution sein, die also sozusagen dauerhaft existiert und dauerhaft die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks begleitet? Unsere Idee ist zunächst mal, dass die Fragen, die jetzt Tom Buro meiner Ansicht nach zu Recht adressiert hat und die er ja bewusst nicht beantwortet hat, weil er ja eine breite Diskussion haben will, ja, dass diese Fragen angegangen werden. Ja, die großen Reformfragen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zunächst mal haben, und das würde ja dann zu einem Ergebnis führen, das letztlich gesetzlich fixiert würde.
Dafür haben wir das vorgeschlagen. Wir haben allerdings auch vorgeschlagen, dass diese Kombination aus Sachverstand und Beteiligung sozusagen gesellschaftlicher Gruppen in den Rundfunkräten institutionalisiert werden sollte der einzelnen Anstalten. Wir sind der Ansicht, dass Sachverstand unverzichtbar ist, dass andererseits aber auch das gruppenpluralistische Modell nicht konterkariert werden soll. Die Vorstellung, die ich dazu entwickelt habe, ist, dass eine Sachverständigenbank in die Räte reinkommt. Also das gewissermaßen wird, das soll das in der Tagesarbeit der Räte dann weitergetragen werden. Genau, das wäre nämlich meine zweite Frage an Herrn Stefan oder auch an Sie beide, nämlich die, welche Rolle die Rundfunkräte dann noch spielen. Wurde auch hier im Chat gerade gefragt, sollen das Parallelstrukturen sein? Nein. In welchem Verhältnis stehen die dann zueinander? So ein Bürgerrat zum Beispiel oder so eine Kommission, so ein Konvent und die Rundfunkräte? Soll ich dazu nochmal Stellung nehmen gerade? Bitte und dann Herr Steenfort, also genau. Oh, Entschuldigung, ich lasse gerne Herrn Steenfort den Vortritt. Okay, dann fangen Sie an, Herrn Steenfort, und dann Sie, Herr Hein. Gerne. Also ich glaube, dass, und dann nehme ich das auf, was Herr Hein gerade auch gesagt hat, ist es im Prinzip gerade die mögliche Aufgabe einer solchen Kommission, eben diese Bestandsaufnahme zu machen und sich fragen, erstmal ausgehend von der Funktion, was ist eigentlich erforderlich? Und so ganz kursorisch erscheint es mir, reden wir im Prinzip über drei verschiedene Gefäße hier oder Funktionsbereiche. Das eine ist eher das Compliance-Thema. Das machen ja typisch die Verwaltungsräte. Das ist eine sehr technische Tätigkeit, anlehnt an Rechnungshöfe, Wirtschaftsprüfer etc. Das zweite ist so ein bisschen der klassische Programmbeirat. Das machen ja die Gremien hauptsächlich auch gerade im Moment. Und das dritte ist dann eher die Funktion der Teilhabe und der Beteiligung des Publikums und eben der Anteilseigner. Wie man das jetzt konkret sortiert und institutionell dann auch umsetzt, wäre, glaube ich, und ohne mich jetzt allzu sehr rauszuziehen aus der Frage und der auszuweichen, aber das, glaube ich, wirklich Aufgabe eben genau dieser Kommission. Beginnt mit der Bestandsaufnahme und dann eben mögliche Modelle halt abzuklopfen, vielleicht auch mit einer Empfehlung. Also ich glaube, das ist eigentlich genau der Prozess, über den wir hier gerade reden. Okay, danke, Herr Hein. Ja, wenn ich daran anknüpfen darf, also ich kann das ganz klar beantworten nochmal, was unsere Vorstellung ist. Unsere Vorstellung ist, diese Kombination aus Sachverständigenkommission und Bürgerrat oder Publikumsrat soll zunächst mal nur die Reform machen. So, dann läuft die Arbeit weiter. Da soll in die Rundfunkräte, die dann sozusagen das Ganze exekutieren, auch eine Sachverständigensäule reingesetzt werden, ist die Vorstellung. Ich möchte auch noch mal was sagen, um das etwas abzugrenzen von anderen Vorschlägen. Es gibt ja für dieses Machen der Reform oder Vorbereitung der Reform auch andere Vorschläge, runder Tisch. Teilweise wird das überhöht mit Verfassungskonvent von Herrn Chiemsee, was natürlich nur politische Rhetorik ist aus Bayern. Das ist nicht unsere Vorstellung. Unsere Vorstellung ist auch nicht die, die von Herrn Liminski aus Nordrhein-Westfalen geäußert worden ist. Da sollten dann teilnehmen an einem runden Tisch Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen. Er hat dann Wirtschaft und Gewerkschaften genannt. Das können wir uns sparen. Ja, dann haben wir wieder die Stakeholder am Tisch und ich weiß schon von vornherein, was die sagen werden. Das ist nicht die Vorstellung. Er hat auch die Vorstellung geäußert, ehemalige Verfassungsrichter sollten da rein. Mit Verlaub, ich bin ja selbst Verfassungsrichter, aber was wissen ehemalige Verfassungsrichter von der Medienrealität und dem Rezeptionsverhalten heutiger Generationen? Meine Prognose ist da ziemlich negativ. Also das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich einen Bürgerrat. Genau, ja, aber wer soll denn angeleitet und begleitet von Sachverständigen. Und wer soll denn in die Expertenkommission? Sie hatten ja schon gesagt, das könnte dann vielleicht der Bundespräsident benennen, aber dennoch ist die Frage, wen er dann da benennen soll. Ja, also das ist ja relativ leicht zu klären, welche Art von Expertise man braucht. Man braucht Publizistik, Kommunikationswissenschaften, Medienökonomie, Medienrecht, um mal das Mindeste zu nennen. Man kann da darüber streiten, was man sonst noch braucht, aber das ist mal der Kern, den man braucht. Da könnte natürlich
wäre es dem Bundespräsidialamt, glaube ich, da das eine überschaubare Anzahl von Leuten ist, die da überhaupt in Betracht kommt. Wobei das nicht nur Universitätsprofessoren sein dürfen, sondern Leute, die auch Berufserfahrung haben in den Feldern. Da kann man schon draus auswählen. Vielleicht auch Internetaktivisten oder Ähnliches. Also weil die große Frage ist ja auch, wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu diesen großen Tech-Playern perspektivisch verhalten kann. Das ist was, was oft ausgeblendet wird in der Diskussion aktuell. Herr Steenfatz, Sie nicken kräftig. Genau, das spiegelt sich ja auch gerade im Chat wieder, dass es eben vielleicht auch nicht nur hier um Medienpolitik, sondern tatsächlich auch um Digitalpolitik geht. Wir sehen ja gerade bei Twitter auch so ein Beispiel, wo vielleicht auch ein Bedarf für gemeinwohlorientierte Beteiligungsmodelle und Betriebsmodelle für eben diese digitale Infrastruktur auch tatsächlich für uns alle essentiell ist. Also ich will noch mal vielleicht ganz kurz auch zur Rolle der Gremien was sagen. Ich glaube, es zeigt sich vielleicht auch gerade im Moment, dass bei aller Erfahrung und was die Gremien auch wirklich leisten, das ist halt eine Konstruktion aus den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo damals man gesagt hat, okay, wir bilden irgendwie die Milieus ab und dann haben wir irgendwie auch eine repräsentative Funktion hier. Mein Verdacht ist, dass das heutzutage einfach so nicht mehr funktioniert. Um das einfach mal zu illustrieren, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt in der katholischen Kirche, in der Gewerkschaft, in der politischen Partei, hätte noch einen Migrationshintergrund und ein Haustier. Werde ich dann durch 6-7 Leute im Gremium vertreten, meine Interessen und mein Nachbar, der das alles nicht hat, gar nicht? Also es ist natürlich nicht so und es wäre auch Quatsch, aber das ist vielleicht das, was wir meinen mit Partizipation. Es gibt hier eine sehr interessante Frage aus dem Chat. Ich lese die mal kurz vor von Henning Eichler, der fragt, wie sinnvoll ist eine föderale Struktur einer Aufsicht überhaupt noch? Die Landesrundfunkanstalten von der ZDF werden noch deutlich stärker kooperieren müssen. Wie wäre es, jetzt kommen wir zur Digitalität zurück, wie wäre eine zentrale an Digitalstrategie ausgerichtete Aufsicht mit Partizipation der Zivilgesellschaft? Wäre dann sowas, was man diskutieren könnte, ne, Herr Hein, in so einem Expertenrat? Ja, das könnte man da diskutieren. Ich will aber auch gerne sagen, was da meine Meinung zu ist. Also zum einen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist die Gegenrationalität zu Twitter und ähnlichen privatwirtschaftlichen Unternehmen. Ja, wir haben jetzt genau das Problem, dass ein offensichtlich über erhebliche finanzielle Mittel verfügender Typ mit Twitter neue Regeln für den öffentlichen Diskurs setzt. Das Bundesverfassungsgericht hat den öffentlich-rechtlichen Anstalten die Rolle zugeschrieben, eine Gegenrationalität zu privatwirtschaftlichen Medienunternehmen zu sein. Darum muss es gehen. Sofern Digital Natives und andere aus der Szene daran mitarbeiten, gehören sie unbedingt in so eine Kommission rein. Nur in dieser Kommission geht es nicht darum, oder geht es nur um die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Stärkung seiner Gegenrationalität gegen werbefinanzierte Angebote oder datengetriebene Angebote? Ja, das ist das Thema. Da sollen alle von mir aus gerne mitmachen, die auch Vertreter der digitalen Medien sind. Aber das muss das Ziel sein. Das Ziel muss nicht sein und darf nicht sein, die Desavouierung der öffentlich-rechtlichen Idee. Dann wäre man in so einer Kommission fehl am Platze. Gibt es Fragen, Anmerkungen aus dem Plenum? Ich sehe noch keine Handzeichen, weiß jetzt aber nicht, ob es doch... Anne, du siehst was oder du möchtest was sagen? Also ich sehe jetzt schon drei Wortmeldungen. Warum sehe ich die oben nicht? Links. Ich mache irgendwas also falsch. Also die sind nach oben gezogen. Siehst du das nicht? In der Leiste oben, in der die... Nee, ich sehe da... jetzt sehe ich sie. Okay, alles klar. Sorry. Dankeschön. Alles gut. Marion Knappe, bitte. Ja, genau. Ich würde aber trotzdem kurz was dazu sagen. Ach so, bitte. In der Runde. Vielen Dank, das ist super spannend und logisch, dass uns mal wieder die Zeit nicht reicht. Aber... Ich wollte nochmal das Stichwort vom Kulturwandel aufgreifen, was notwendig ist, um in diese Debatte einzusteigen. Das, was Ihr Vorschlag ist, genau dafür finde ich total spannend. Und ja, es leuchtet mir ein, dass Rundfunkräte die Orte nicht sui generis sein können, die das vorantreiben, dass es da andere Orte dafür braucht, die dann auch den Rundfunkräten wieder Impulse geben für den Kulturwandel und die Rolle. Also ein Stichwort ist jetzt noch nicht gefallen, möchte ich deshalb gerne in den Ring werfen. Und zwar hat Leonard
Dobusch mich darauf hingewiesen, mit einem Vortrag bei der Republika zur Demokratisierung der Digitalisierung in den Öffentlich-Rechtlichen. Und er sagte, er fände es richtig problematisch und schwer zu fassen, dass es immer so eine Fixierung auf Netflix als Vergleichsgröße gibt in den Öffentlich-Rechtlichen, selbst von Herrn Hager, also selbst bei den Leuten, die im Digitalen unterwegs sind. Und was wirklich fehlt, ist dieses Selbstverständnis als Public-Value-Institution, also diese Gemeinwohlorientierung von öffentlich-rechtlicher Struktur. Also ehrlich gesagt, in dem Fall von Frau Schlesinger fand ich das auch mit am erschütterndsten, dass da irgendwie gar kein, wie soll man sagen, Problembewusstsein zu erkennen war, was irgendwie sowas ist wie, also das ist eine gemeinschaftlich finanzierte Einrichtung als Infrastruktur unserer demokratischen Öffentlichkeit, die wir gemeinsam voranbringen. Und das ist eine Sache, die viel verwandter ist mit Wikipedia als mit Netflix. Und es ist so schwer zu verstehen, warum die Öffentlich-Rechtlichen so wenig Inhalt produzieren, der jenseits von urheberrechtlichen Fragen, also gemeinwohlorientiert mit Wikipedia verschaltet werden kann. Wir haben auch in den Strukturen der ARD und ZDF-Plattformen überhaupt keine keine Kommunikationsmöglichkeiten und so. Also das, was YouTube anbietet. Und deswegen führt das ja zu diesen absurden Situationen, dass man irgendwie gebührenfinanzierte Inhalte nachher bei YouTube angucken muss, weil es die bei den Anstalten nicht mehr gibt. Aber ganz wenig Verschaltung mit den nicht kommerziellen Plattformen. Die wichtigste ist Wikipedia. Das ist so ein Teil von diesem Kulturwandel, der irgendwie, ich weiß gar nicht, durch so einen Prozess angestoßen werden muss, dringend, ja. Ja. Genau, ich könnte mir vorstellen, dass man bei Netflix immer an die Funktionalität einfach nur gedacht hat, also jenseits der Inhalte, sondern wirklich, dass die halt gefühlt einfach zu bedienen sind, ist jetzt eine Interpretationsmöglichkeit. Ja. Bitte, wenn Herr Hein und dann Herr Steenfart. Hm? Ja, wenn ich was dazu sagen darf. Also zum einen, wir haben, oder ich glaube, wir haben beide schon davon gesprochen, von dem Punkt, Anne, den du angetippt hast. Ja, wenn ich eben von der Gegenrationalität, gegen marktwirtschaftliche Orientierung, ja, Finanzierung durch Werbung, Finanzierung durch Datenverkaufen gesprochen habe, dann ist das doch genau das, was du meinst. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist beitragsfinanziert, ganz überwiegend, und deshalb muss er gemeinwirtschaftlich agieren. Er muss intern vielfältig sein. Er darf nicht nach kommerziellen Kalkülen agieren. Seine Bezugsgröße ist nicht das Programm oder die Angebote privater Konkurrenten. Ja? Mhm. Auch schon gar nicht Netflix und Ähnliches. Das ist nicht die Benchmark. Zum anderen, die Zielvorstellung, die, glaube ich, auch einigermaßen realistisch ist, ist, in 10 Jahren wird es eine gemeinsame Plattform aller öffentlich-rechtlichen Angebote geben und dann unter Einbeziehung nicht kommerzieller, kultureller Angebote. Diese ist ja eine Zielvorstellung, die etwas verklausuliert auch Tom Buro schon geäußert hat, als er auf Übersee war. Das ist, glaube ich, die Perspektive. Ja, man muss allerdings gucken, dass man, wenn, was du jetzt angeregt hast, dass da auch Private mit chatten können, mit Angebote draufstellen können, dann handeln sich die öffentlich-rechtlichen Riesenprobleme ein, denn dann müssen sie ein Content-Management machen, wie Twitter, wie Facebook etc. Ja, dann müssen sie sehr viel Kräfte aufwenden, um Lösch- und Sperrverfahren mit Gegenvorstellungen zur Verhinderung des Overblocking zu machen, das handelt man sich dann mit ein. Da muss man sich drüber klar sein. Auch die ganzen datenschutzrechtlichen Probleme. Gut, viel wichtiger wäre der Bezug zu Wikipedia. Das wäre, glaube ich, viel zentraler. Das wäre grundsätzlich machbar. Ja. Es ist ja übrigens, hat ja schon mal die Idee zu einer Plattform gegeben, der Öffentlich-Rechtlichen, die dann gescheitert ist, weil die Kartellgerichte gesagt und Behörden und Gerichte gesagt haben, die ist nicht offen genug für andere Angebote. Ja, die Chance läge darin, jedenfalls gemeinnützige andere Angebote in so eine Plattform zu integrieren. Herr Steenfart und dann Frau Knapp.
Ja, vielleicht nur ganz kurz als Fußnote, ob uns das gefällt oder nicht, glaube ich, ist all das auch ein Technologiethema. Ja. Öffentlich-rechtliche Sender hatten die Technologieführerschaft lange. Ich erinnere an den PAL-Standard, Farbfernsehen und gerade im vergangenen Jahr das Institut für Rundfunktechnik abgewickelt. Ich glaube, die Entwicklung muss eigentlich genau in die Gegenrichtung gehen, gerade eben, wenn es auch um Plattformen geht, die Technologieführerschaft zurückzugewinnen. Das ist für mich auch im Kern, das sage ich auch als Beitragszahler öffentlich-rechtlicher Service. Dankeschön. Frau Knappe. Ja, vielen Dank. Ich hänge noch bei der vorigen Diskussion. Ich leite beim DGB das Referat Medien- und Kulturpolitik und eine meiner Aufgaben ist halt auch die Rundfunkräte, die gewerkschaftlich organisierten in den Sendern zu unterstützen. Und zu Herrn Heim, ich möchte Ihnen vehement widersprechen, dass Sie sagen, wir wissen ja, was die Gewerkschaften sagen, wir wissen ja, was die Arbeitgeber sagen. Also wir machen regelmäßig Videokonferenzen mit allen unseren Leuten in den Rundfunkräten und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie divers das ist. Es ist nicht so, dass alle Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter dasselbe erzählen und die reine Lehre der Gewerkschaftspolitik darunter beten. Im Gegenteil, also viele sagen sehr, sehr deutlich, dass sie für die Gesamtgesellschaft in diesen Rundfunkräten sind und nicht für die Gewerkschaft. Sie haben natürlich eine bestimmte Brille auch, aber ich glaube, das war auch bei der Entstehung dieses Systems auch gewollt. Und von daher, mein Plädoyer ist, wenn wir über, also A, Kommission, runder Tisch, wie auch immer das Ding heißen soll, nicht Gruppen gegeneinander ausspielen. Also wir sind ganz klar dafür, dass mehr Publikumsbeteiligung dabei ist. Also da bin ich immer auf Ihrer Seite. Aber dann eben zu sagen, naja, von allen anderen wissen wir eh, was Sie sagen, also betrifft die Kirchen ja auch. Das finde ich ein bisschen zu kurz gesprungen. Danke. Dankeschön. Ich gehe mal weiter rein oder möchten Sie sich unbedingt, wir machen weiter. An Frau Helmholt, Sie kommen dann nochmal zu Wort, an Frau Helmholt, die sich auch schon lange gemeldet hat. Und da würde mich natürlich auch persönlich interessieren, wie sich das alles anhört mit den Ohren einer ehemaligen Rundfunkrätin oder Strich eines Rundfunkrats. Ja, mir gefällt diese Idee dieses Publikumsrats ausgesprochen gut. Und zwar, weil ich schon glaube, dass es das Oberthema, um das es für mich geht, ist eigentlich die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Weil wir haben ja dieses große Problem, dass das immer weiter schwindet, dass die Fliehkräfte unglaublich groß sind und dass es Kräfte in unserer Gesellschaft gibt, die im Grunde nichts weiter zu tun haben, als den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu diskreditieren und das langfristig sozusagen für ihre politischen Zwecke nutzen zu wollen. Und wir können in anderen Ländern beobachten, wie das ausgeht. Und das ist etwas, was ich auf keinen Fall möchte. Deswegen halte ich auch die Lanze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei aller Kritik immer hoch. Also, und deswegen, wegen dieses Problems der Akzeptanz oder weil das so wichtig ist, glaube ich, ist es auch so wichtig, eine breitere Beteiligung zu haben in diesem Prozess als die üblichen Verdächtigen, auch wenn Frau Knappe das nicht so gerne hört. Weil mein Ideal wäre, dass jeder Mensch in Deutschland irgendwann irgendeinen kennt, weil er in der Zeitung vielleicht vor Ort darüber gelesen hat, der durch Zufall in diesen Publikumsrat gekommen ist und da mitarbeitet und sich vorstellt, ey, das hätte ich ja auch sein können, sozusagen. Weil das wäre so ein Beispiel für Partizipation, wo ich einfach glaube, dass Menschen sich dann mehr auch damit identifizieren können, was da passiert und ein Gefühl haben von, das sind eben nicht nur irgendwelche abgehobenen Leute, die das entscheiden. Und Sinn und Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eben Demokratie stiftend, Demokratie erhalten zu sein. Und das ist das, glaube ich, was man nicht aus dem Auge verlieren darf in diesem Prozess. Und für mich als ehemalige Parlamentarierin ist dann aber auch nochmal wichtig, wenn dieser Prozess zu Ende ist, ist ja die Idee zu sagen, dann geht das sozusagen in die Staatskanzleien, dann gibt es einen neuen Staatsvertrag und dann geht das noch durch die Parlamente. Und das ist auch ein Problem, denn die demokratische Legitimation der Parlamente, also das, was die dabei zu tun haben, ist quasi gleich null. Ich habe das bei vielen Staatsverträgen mitgemacht. Die Parlamente
machen nichts, außer das abzusegnen, weil es immer heißt, nee, das haben ja jetzt alle Länder unterschrieben und da können wir jetzt als Parlament, selbst wenn wir alle meinen vielleicht sogar, da muss was anders sein, wir können das nicht mehr ändern. Ich finde es ein großes Problem, deswegen begrüße ich das auch sehr, dass in dem Vorschlag die Mehrheitsentscheidung so aufgehoben werden soll, sodass man vielleicht eine Chance hat, als Parlament möglicherweise im Zusammentreffen mit Kollegen aus anderen Parlamenten zu sagen, und an der Stelle wollen wir aber noch mal etwas verändern. Denn das ist wirklich etwas, ich halte die Parlamente an dieser Stelle im Prinzip, so wie das im Moment läuft, fast für überflüssig. Mhm. Denn nach meiner gesamten Erfahrung hat noch kein Parlament dieser Welt irgendwann gesagt, außer beim Gebührenstaatsvertrag mal, ja, wo Niedersachsen gesagt hat, das machen wir nicht mit. Nach meiner Kenntnis war das ist das einzige Beispiel, was ich kenne, wo ein Parlament sich mal eingebracht hat und gesagt hat, wir machen jetzt hier mal etwas anderes. Mhm. Und das gefällt mir auch ausgesprochen gut. Das muss nämlich aufhören. Wir brauchen hier Mehrheitsentscheidungen. Die können meinetwegen qualifiziert sein. Das ist mir egal. Aber dieses Einstimmigkeitsprinzip muss weg. Herzlichen Dank, Herr Hein. Und dann noch Herr Skamrax. Und dann müssen wir leider in die Schlussrunde. Bitte, Herr Hein. Ja, ich muss auch sagen, das, was Herr Steenfort eben gesagt hat, dass das Ganze auch sozusagen von Verfügbarkeit von Technik abhängig ist, das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Also das kann man, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Zu der Gewerkschafterin, die eben gesprochen hat, wir sind, Tabea und ich sind ja nicht der Meinung, dass die gesellschaftlichen Gruppen raus sollten. Ja? Mhm. Wir sind nur der Meinung, dass in diesem Reformprozess vor die politischen Entscheidungen ein Gremium sitzen sollte, nämlich dieser Publikumsrat, der eben nicht Gruppenvertreter mit den ihnen eigenen Funktionslogiken beinhalten soll. Mhm. Ja, das bietet die Chance, aus den Gräben rauszukommen. Das in der konkreten Arbeit der Anstalten die gesellschaftlich relevanten Gruppen weiter eine Rolle spielen sollen, das haben wir nie bestritten. Wir sind aber auch da der Ansicht, dass die Aufrüstung durch Sachverstand da enorm wichtig ist. Wenn ich Ihnen jetzt aufzähle, was die Gremien über ihre klassische Aufsichtsfunktion hinaus alles tun müssen mittlerweile, dann ist das völlig unausweichlich, dass das geschieht. Sonst werden sie zum Spielball der Intendanzen, die mit ihren Vorlagen den Diskurs beherrschen, oder von externen Experten, die dann mit ihren Lösungsvorschlägen den Diskurs beherrschen. Wir sind für die Stärkung der Räte nicht. Wir wollen die nicht abschaffen und auch nicht gesellschaftlich relevanten Gruppen. Das nur mal zur Richtigstellung. Das, was die was eben zuletzt gesagt wurde, unterstütze ich natürlich voll. Es wäre wünschenswert, ein Mehrheitsprinzip zu haben. Allerdings ginge das verfassungsrechtlich nur, wenn die Länder sich bezüglich der Verhandlungen der Ministerpräsidenten darauf einigen würden. Und es ginge, wenn man die Parlamente kann man nicht zu Mehrheitsentscheidungen zwingen. Das ist eine Frage der Parlamentssouveränität. Da müssten Verfassungen geändert werden. Das würde unseren ganzen Bundesstaat verändern. Aber wenigstens auf der Ebene der Ministerpräsidenten könnte man das relativ umstandslos machen. Dankeschön. Dankeschön. So, letzte Anmerkung in dieser Runde von Ole Skamrax. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Und ich war 12 Jahre lang Redakteur und redaktioneller Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, unter anderem beim MDR, WDR und zuletzt beim SWR. Kurze Bemerkung in Richtung von Frau Helmholt. Nach meiner Meinung diskreditiert sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Moment hauptsächlich selbst. Und das ist eben das große Problem. Ja, ich hatte solche Bauchschmerzen mit der Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen, das mir vor einem Jahr gekündigt wurde, weil ich diese eben öffentlich gemacht habe. Ich halte den Vorschlag von Herrn Professor Hein und Olaf Steenfeld für das Beste, was ich in dieser ganzen Debatte im Moment gehört habe. Frage mich nur, wo gibt es da eine politische Mehrheit für? Weil die Stimmung, die ich wahrnehme, in der Medienpolitik und auch wenn man über die deutschen Grenzen hinausblickt, ist eine andere. Ja, Frankreich, Emmanuel Macron hat gerade die Rundfunkgebühr abgeschafft.
Gleiches ist in Dänemark passiert. Die BBC wird es in ein paar Jahren tun. Also es geht genau in die entgegengesetzte Richtung, zu einer weiteren Verstaatlichung des Rundfunks und nicht zu einer Transparenz, zu einer Öffnung, zu einer Demokratisierung, wie Sie sie ja vorschlagen, mit den Bürgerräten. Wo sehen Sie da die politische Mehrheit? Mit Bitte um kurze Antwort, sonst bekomme ich hier Ärger, weil wir nämlich dann in die Schlussrunde müssen. Herr Hein oder Herr Steenfert? Also ich kann vielleicht kurz was dazu sagen. Ich glaube, wenn man so eine Initiative macht wie wir ehrenamtlich, muss man sowieso immer Optimist sein, sonst funktioniert das gar nicht. Was mich optimistisch macht, sind zumindest ein, vielleicht zwei Sachen. Die erste Sache ist, dass zum Beispiel das Thema Runder Tisch, Konvent, wie auch immer, hier aus verschiedenen politischen Lagern gerade ins Spiel gebracht wird. Also das heißt, Mehrheiten, glaube ich, kriegt man schon für sowas zusammen, wobei dann natürlich die Frage ist, was heißt das konkret? Und das Zweite, was mich auch ein bisschen positiv stimmt, ist, wenn ich das richtig wahrnehme, eine gewisse Ungeduld der Politik mit den Intendanten gerade, wenn es um die Vorlage von konkreten Reformvorschlägen geht. Das wurde ja auch öffentlich geäußert. Also ich glaube, da ist schon Druck unterm Kessel, da jetzt auch weiterzukommen. Und Funk wurde ja schon erwähnt. Das war ja im Prinzip gegen das Votum der Sender von der Politik oktroyiert. Ein Glück, muss man sagen. Also sowas kann schon glücken. Vielen Dank. Ja, ich kann mich da direkt anschließen. Ich bin der Auffassung, dass zunächst mal muss ich sagen, das, was da geschrieben worden ist, was ich eben vorgetragen habe, das ist nicht auf meinem Mist allein gewachsen. Das war ein Gemeinschaftsprojekt von Tabea und mir. Das ist mir wichtig, das kommt nicht nur aus sozusagen vom Universitätsschreibtisch. Ich habe auch schon gehört, unser Vorschlag sei mutig. Ja? Ich frage mich dann immer, wann ist man in unserer Gesellschaft schon mutig? Ja? Wie wenig braucht es da, um mutig zu sein? Ja? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja? Wir brauchen auch die Frage nach der Realisierbarkeit ist die zweite Frage. Die erste Frage ist überhaupt erstmal Vorschläge, wie Herr Steenfart und Tabea und ich sie auf den Tisch gelegt haben, mal zu formulieren und damit auch die etablierten Player herauszufordern und zu sagen, Leute, es geht auch anders. Ihr redet immer darüber, man müsse das Publikum einbeziehen. Dann tut es doch. Dann macht es doch. Und zieht euch nicht wieder in die Gräben zurück. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diese Runde, Karl-Eberhard Hein und auch Olaf Steenfert. Wir gehen direkt in die Schlussrunde. Ich freue mich sehr, dass wir zum einen Susanne Pfarb hier haben, die ARD-Generalsekretärin, und Erhard Grundl, medienpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grüne in der Bundestagsfraktion. So habe ich Sie jetzt bei mir hoffentlich richtig abgespeichert. Herzlich willkommen, Sie beide. Sie beide haben das Schlusswort. Und ich glaube, Herr Grundl, Sie müssen eher weg, darum würde ich Ihnen zuerst das Wort geben und dann haben Sie, Frau Pfarb, sozusagen das Schlusswort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Linz. Es ist tatsächlich so, ich muss beim Bayerischen Wahlprogramm oder der Bayerischen Grünen mitarbeiten zum Thema Medien und Kultur und Sport. Ich bin natürlich jetzt nach 2 Stunden mit dem Werkzeugkasten, der hier aufgemacht wurde, finde ich natürlich nicht bloß sehr interessant, sondern ich glaube, man muss ganz konkrete Handlungsempfehlungen wahrnehmen. Allerdings, ich sehe es natürlich so, dass es von politischer Seite, dass man nicht jeden Tag mit einer neuen Idee rüberkommen soll. Das meine ich jetzt nicht an die Runde vorher, sondern ich glaube, dass die Aufgabe ist natürlich einfach in den Sendeanstalten. Das, was Frau Helmholtz, Ursula Helmholtz vorhin aufgemacht hat mit der Akzeptanz des Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, da ist man sehr viel in Selbstkasteiung unterwegs, zu viel. Also ich glaube, es ist an der Zeit, dass man sich auch mal gegenwärtig macht, dass die Akzeptanz des Öffentlich-Rechtlichen in den Umfragen, die ich kenne, die empirisch fundiert sind, 60% Vertrauen dem Öffentlich-Rechtlichen, 70% unter Corona. Das ist ein Pfund. Natürlich, die Verwerfungen haben jetzt alle aufgeschreckt. Und ich glaube aber, das ist genau der Moment, wo man reingehen kann und wirklich die Reformen vorantreiben kann. Es ist wahr, es ist Druck im Kessel.
Ich glaube, es geht immer um die Relevanz des Öffentlich-Rechtlichen. Das muss entscheidend sein. Das ist für mich nicht das Haschen nach mehr Quote, sondern Relevanz in der gesellschaftlichen Debatte. Da gehört der Auftrag vollumfänglich dazu. Und natürlich denkt man sich auch als Medienpolitiker, wo ist die Unterscheidung Kultur und Unterhaltung? Weil das ist natürlich Teil der politischen Debatte, die jetzt gerade tobt. Und es ist eine politische Debatte, die tobt und die tobt mit harten Bandagen. Ich erinnere an den Satz von Friedrich Merz beim CDU-Parteitag, sehr abfällig gegenüber den Journalistinnen und Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen, so habe ich wenigstens wahrgenommen. Also diese Debatte führen wir leider nicht nur mit Rechtsaußen, sondern weit in die Union hinein. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, da braucht es noch sehr viel Überzeugungsarbeit, dass man hier nicht dem Populismus so bedenkenlos hinterherläuft, wie ich es im Deutschen Bundestag, wie wir es im Deutschen Bundestag erleben. Für mich ist immer zentral, wenn es heißt, die Relevanz, dann ist es natürlich auch, welches Publikum erreicht man. Und natürlich soll das Publikum jung erreicht, das junge Publikum auch erreicht werden, stärker als bisher. Die wollen einen partizipativeren Charakter der Medien. Natürlich geht es da in digital rein und die Grenzen verschwimmen dann auch, wenn sie jemals relevant waren zwischen Digital- und Medienpolitik. Und ich glaube, ein Schlüssel ist natürlich die journalistische Arbeit in den Redaktionen. Das ist uns in der Fraktion ganz wichtig, das ist mir auch ganz wichtig, dass man die Arbeitsbedingungen, vor allem der jungen Redakteurinnen, Redakteure, die ja die meisten meilenweit davon entfernt sind, feste Anstellungen zu bekommen und eine gewisse Sicherheit zu bekommen, da muss man auch ran. Das ist für mich ganz ein zentrales Element. Und ich glaube nämlich, dass wir sonst Gefahr laufen, diese wunderbar und sehr gut ausgebildeten JournalistInnen auch zu verlieren. Das ist ganz klar. Und das würde mittelfristig natürlich auch bei der Qualität des Öffentlich-Rechtlichen große Verwerfungen mit sich bringen. Es ist jetzt wirklich schwierig, in wenigen Minuten das alles auszuformulieren. Aber ich kann Ihnen nur versprechen, der Druck ist da und wir werden den Druck im Kessel hochhalten, ganz zum Schluss föderales System des Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, auch als Bundespolitiker oder gerade als Bundespolitiker, sage ich Ihnen, das ist für mich unverrückbar. Also die föderale Struktur ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Dankeschön, ganz herzlichen Dank. Frau Farb, Sie sehen es natürlich mit dem Blick von innen sozusagen, von innen aus der ARD heraus. Wie lautet das Fazit dieser Runde für Sie? Was geht in Ihrem Kopf vor diesbezüglich? Also erstmal muss ich sagen, es hat mir außerordentlich Freude gemacht, hier zuzuhören, wenn es auch manchmal nicht ganz einfach war, sich auf das Zuhören zu beschränken. Denn ich hätte natürlich sehr gerne auch an der einen oder anderen Stelle auch einfach schon mal Einblick gegeben, was wir gerade ARD intern alles bearbeiten. Aber die Diskussion heute zeigt mir, dass wir eben auch tatsächlich die relevanten Themen auch ARD intern angehen. Die Ungeduld, die wir erleben, die haben wir auch wirklich teilweise selbst gemacht. Deswegen gibt es jetzt ein paar Hausaufgaben zu tun, die wir wirklich auch abarbeiten. Und ich glaube, das Thema Compliance haben wir wirklich auf einen guten Weg gebracht, auch beim Bereich Transparenz. Wir sind mit unseren Gremien sehr stark daran, die Aufsicht zu stärken mit den verschiedensten Maßnahmen. All das, was heute diskutiert worden ist. Was ich aber schon sehr spannend fand, auch in dieser Diskussion, dass es sehr viel auch immer wieder darauf gegangen ist, sind es noch die richtigen Gremien? Müssen wir nicht auch die Gremien, die Struktur etwas anders angehen? Und in der ARD geht es da zum Beispiel dann auch darum, natürlich um die effektive Zusammenarbeit der verschiedenen Gremien, die wir haben. Aber wir haben jetzt gerade auch, das ist auch mehrfach angesprochen ist worden, die Messung von Qualität. Da ist ja der 4. Medienänderungsstaatsvertrag, gibt ja auch eine Aufgabe. Wir arbeiten da gemeinsam mit den Gremien daran, um genau diese Messung von Qualität und die ja tatsächlich auch schon in den Selbstverpflichtungen erfolgende Setzung von Zielvorgaben auch wirklich messen zu können. Ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend fand, der auch sehr wichtig ist und der, glaube ich, auch etwas verändern könnte bei der Wahrnehmung der Gremienaufsicht, das ist, sich wirklich selbst klarzumachen, dass wenn ich Gremienmitglied bin, ich eine außerordentlich verantwortungsvolle Aufgabe habe, und zwar gegenüber der Gesellschaft. Und diese ist anspruchsvoll, inhaltlich wie zeitlich. Und das muss auch den Entsendenden
Organisationen klar sein. Und Herr Kuhn hat ja auch darauf hingewiesen, es ist unheimlich notwendig und wichtig, dass auch die Gremien immer wieder in die Organisation hinein informieren. Denn die sind die Schnittstelle eigentlich, die sind die institutionalisierte Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Anstalten. Deswegen finde ich all die Ideen, auch mit Publikumsräten und Bürgerdialogen und so, das ist richtig und wichtig. Ich finde es auch in allererster Linie Ausdruck von Interesse und dass eben der öffentliche Rundfunk Relevanz hat. Aber man sollte am Ende eben nicht zu Parallelstrukturen kommen, weil das könnte dazu führen, dass sich alle gegenseitig frustrieren und keiner genau weiß, wer darf jetzt hier was entscheiden. Also ich finde aber den Ansatz von Frau Rösner und Professor Hein sehr interessant, so ein zweistufiges Verfahren zu machen aus Experten und sozusagen wieder Rückbindung in die Gesellschaft hinein, aber dann vor allem auch wieder die Verbindung mit den Gremien, eben mit der ganz normalen Gremienarbeit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht noch zum Schluss eben zu der Diskussion Expertenkommission, runder Tisch. Expertise ist immer hilfreich. Also die Zusammensetzung ist sicherlich wichtig. Ich halte das auch für interdisziplinär zwingend, wenn man so etwas tun will. Und eben auch, wie Tabea Rösner sagte, es muss auf die Fragen zugeschnitten sein. Also ich schätze Verfassungsrechtler auch außerordentlich. Ich bin selber ja auch in dem Bereich maßgeblich ausgebildet. Aber es geht darum, in die Zukunft zu blicken. Am Ende ist es, und da stimme ich Herrn Schenk zu, Sache der Medienpolitik, das jetzt zu installieren und auch zu besetzen und vor allem auch zu mandatieren, ja, um eben dann auch zu Ergebnissen zu kommen. Denn eines, wir haben unglaublich viele Reformprozesse schon angestoßen und auch teilweise hinter uns, ARD intern wie auch extern. Also wenn ich jetzt mal aufzählen wollte, was wir alles schon für Arbeitsgruppen hatten, auch bei der Medienpolitik, aber auch wir ARD intern. Es ist unheimlich wichtig, die jetzt zielorientiert zu verstetigen und sich eben auch ganz klar zu sagen, wo wollen wir jetzt damit hin, damit wir am Ende genau das erreichen, worum es geht, die Akzeptanz zu stärken. Und Frau Ulrich, dieses Plädoyer für die Gemeinwohlorientierung, Sie rennen bei mir jegliche offene Tür ein überhaupt. Und die muss noch stärker zum Ausdruck kommen. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch in der ARD jetzt ganz konzentriert daran, diese Plattformgedanken gemeinwohlorientiert auszurichten, die Zusammenarbeit in gemeinwohlorientierten Netzwerken, zum Beispiel mit Kultur, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen, auch mit Wikipedia. Am Ende ist immer unser Programm der stärkste Akzeptanzmotor. Und ich freue mich einfach auch über die Leidenschaft, die hier von so vielen gekommen ist, weil das zeigt schlicht und ergreifend, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bedeutet den Menschen etwas. Vielen Dank, Frau Farb. Ich nehme das als Schlusswort, bevor ich gleich nochmal an Anne Ulrich natürlich zurückgebe. Aber ich nehme das als Schlusswort einfach aus Zeitgründen. Aber vielen Dank für diese Anmerkungen und genau zu dem, was wir heute diskutiert haben. Vielen Dank von mir an alle, die mitdiskutiert haben und zugehört haben und auch im Chat sich geäußert haben. Und Anne, du sollst das letzte Wort haben. Ja, ich kann mich ja auch nur ganz herzlich bedanken. Vielen Dank, Vera, an dich für die, wie immer, charmante Moderation. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Pfab. Danke, Erhard Grundl. Er ist jetzt gerade schon gegangen. Er hatte einen Anschlusstermin, das hatte er mir vorher auch gesagt. Wir hätten jetzt noch viel Zeit für interessante weitere Gespräche in diesem Zusammenhang. Ich finde, das war jetzt schon ziemlich viel Stoff für die kurze Zeit, die wir jetzt anberaumt haben. Herzlichen Dank dafür. Ich kann jetzt von meiner Seite auch nur sagen, da sind jetzt viele Akteure und Akteurinnen aufgefordert, zu konkretisieren, dran zu bleiben, Aufgaben abzuschichten, Aufgaben neu zu formulieren. Um, ja, Frau Pfab, wie Sie gerade gesagt haben, um unserem Anliegen, an unserem gemeinsamen Anliegen zu arbeiten, die Öffentlich-Rechtlichen als, was ich am Anfang auch sagte, Infrastruktur, mediale Infrastruktur, auch zu sichern. Es gibt massenweise Länder, die uns darum beneiden, was wir da haben. Und wir dürfen es nicht, wir müssen es gut machen, wir müssen es verbessern. Und da sind viele Themen auf dem Tisch. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, wir müssen viel tun, um die Legitimation auch zu stärken und die Überzeugung in der Bevölkerung irgendwie wirklich auch
lebendig zu halten oder sie lebendig zu pflegen, lebendig sein zu lassen, dass wir an den Öffentlich-Rechtlichen ein hohes Gut haben. Und wir müssen erklären, was diese Gemeinwohlorientierung bedeutet. Und wir sind da gerade leider an einer blöden Stelle, weil genau da die Legitimität schweren Schaden genommen hat. Und daran müssen wir arbeiten. Dafür brauchen wir das Gespräch. Und ja, wir werden dranbleiben und wir werden uns deshalb auch hoffentlich wiedersehen. Herzlichen Dank an alle von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.